Cool. Okay, jetzt kann die Marie auch ihr Ding tun. Marie ist jetzt das letzte Mal da, bevor die auswandern quasi. Wohin? Also ich wandere eigentlich nicht aus, aber wir machen eine Europareise mit dem Wohnmobil. Und zwei bekloppten Border Collies. Ja. Ja gut, die ich gezeichnet habe, wa? Genau die. Gut. Dann würde ich mal sagen, wir fangen einfach an. Die Videos sind durchnummeriert. Aber wir machen erst die Videos, die wir haben. Und wenn dann noch Fragen da sind und aus dem Chat übrig geblieben sind, dann gucke ich, ob ich das unterkriege. Seid mir nur nicht böse, wenn wir heute nicht alles machen. Ne? Also ich kann nicht in der Ewigkeit reden, im Zweifel. Ich habe echt Halsschmerzen. Da müssen wir dann so ein bisschen gucken, wie lange ich aushalte oder wann die Ibuprofen nachlässt. So. 1, 2, 3, 4, 5, das ist schon mal alles richtig sortiert. Wenn ich jetzt hier Play drücke, dann sehen wir das erste Video. Jetzt muss ich euch das nur anzeigen und dann geht los. Nee, das muss hier rüber. Mein Gott. Jedes Mal was. Ja, wir haben einen neuen Tisch gekriegt hier im Büro und ich habe alles neu aufgebaut und seitdem ist auch egal, interessiert euch ja gar nicht. Ach, So. ist nicht schlimm. So, guck mal, da haben wir auf jeden Fall schon mal ein Video und da hast du gesagt, das können wir auf jeden Fall gucken, da braucht man nichts zu wissen, Ja. ja? Ja, nee. Ich habe den Titel schon gesehen. Ich kenne einen der beiden Hunde. Einen der beiden Hunde kenne ich offensichtlich. So, jetzt hoffe ich mal, dass das laut genug ist und dass man ein bisschen was hört und wir schauen einfach mal Hallo. rein. Hallo, was war das denn jetzt gerade da vorne? Ja, nicht mal Warte. So, ich mach das auch. Oh, also jetzt gleich das zweite. Ja, sind immer noch die beiden. Oh, ganz raue. Warte mal, ich muss das mit der Playlist, ist irgendwie unsmart so. Muss mal eben ganz kurz die Playlist Ansicht, Wiedergabeliste. Machen das anders. Ich lade die einzeln rein, damit wir immer im richtigen Thema sind. Ja, also soll ich erst was sagen oder ja, wir sagen erstmal was dazu, was ich da sehe und was wir da haben. Und Nein, ist nicht sein. offensichtlich ist das definitiv ein jüngerer Hund. Ja, also ich kann schon mal sagen, der Ältere hier, der schwarzbraune, ältere, der ist auch nicht alt, aber das ist ein erwachsener Hund, den kenne ich aus der Hundeschule. Tilo ist, ja, die beiden Besitzer, Dominik und Celia, kommen auch schon gefühlt seit 10 Jahren. Über Corona hat man so ein Dicker ist bisschen. eineinhalb. Dicker ist eineinhalb. Die Weiße ist eineinhalb. Ja, die kommen auch schon seit bestimmt 2 Jahren mit den Hunden, oder auch schon ein bisschen länger, vielleicht sogar durch Corona. Und Tilo ist tatsächlich ein Hund, den ich ganz schlecht oft einschätze oder falsch verschätze, weil der total unauffällig ist. Also der ist halt einfach da, der macht sein Ding, der baut keine Scheiße, der ist gut im Kurs, der fällt nicht negativ groß auf. Aber ist so ein typischer Straßenköter in Anführungsstrichen, insofern, als dass er eigentlich eine ganz gute Körpersprache hat und auch ganz gut ja, mit anderen Hunden umgeht. Das sieht man hier. Ne? Also man sieht einen deutlich jüngere Hündin in dem Fall. Die kommt hier schon, man sieht hier schon, wie die den Kopf runternimmt. Ne? Seht ihr das? Hier fängt die schon an zu schwichtigen. Da kommt die so ein bisschen die Zunge raus, die Rute geht runter. Hallo. Da wird, warte mal, ich mache mal den Ton leise. Ne? Ohren stehen so ein bisschen zur Seite. Also die mag den offensichtlich sehr gerne. Hier, sei mein Freund, komm, ich brauche einen großen Freund auf dem Schulhof. Bitte, bitte, bitte. Und Tilo hat keinen Bock auf junge, nervige Hunde offensichtlich. Aber er macht das sehr gut. Ne? Ich habe jetzt den Ton gerade mal weggemacht. Das hat man eben auch mit Ton gehört. Hier ist alles noch so. Da, jetzt kommt gleich der erste Beschwichtiger. Ich mache mal auf. Warte mal, ich kann ja ein bisschen langsamer. Mach mal auf halbe Geschwindigkeit mit Ton. Kommt so der erste Beschwichtiger, dass er sagt, oh, nerv mich bitte nicht. Da werden einmal die Zähne gezeigt, noch ohne Kontakt, bisschen abgeschnappt. Die rüttelt einfach nur am Ohrfeigenbaum, ne? Jetzt machen wir es mal ein bisschen deutlicher. Aber offensichtlich war es nicht deutlich genug. Also das, was die jetzt zeigt, diese weiße Hündin, ist völlig typisch für weiße Schäferhunde. Die Das sind, ja? erinnert mich so ein bisschen an die drei Australian Shepherds, der eine Junge aus dem letzten Stream, der sich so sehr an die beiden Hm. Älteren rangeschleimt hat und Ja, dann halt auf den Schnauzbiss bekommen geht hat. so ein bisschen in die gleiche Richtung. Ne? Also ich kenne bei weißen Schäferhunden ist tatsächlich so, dass da zwei Dinge sehr prägnant sind.
so in den letzten Jahren, vor allem bei den Mädels, ist, dass die sehr, sehr unruhig sind. Also die haben ein großes Problem, ihre eigene Ruhe zu finden. Und dann sind die halt in solchen Verhaltensweisen wie da, sind die halt unfassbar schnell und hibbelig. Und das gefällt dann halt im Zweifel anderen Hunden nicht. Und die sind eher schissig und unterwürfig. Und hier sieht man das jetzt auch. Ich mache es nochmal mit Ton, weil hier gibt es jetzt mal eine deutlichere Ansage. Offensichtlich hat er die jetzt lang genug genervt, ne? 2 Minuten länger oder 2 Minuten später vielleicht, ich weiß es nicht. Da gibt es jetzt nochmal deutlicher einen drauf. Nochmal, geh weg. Da war jetzt ein richtig, richtig, in Anführungsstrichen, deutlicher Schnauzbiss. Aber seht ihr das? Da ist noch kein Druck drauf. Ne? Noch nicht richtig. Also mit den hinteren Backenzähnen da hinten kommt er hier schon dran. Ja, das merkt die schon auch, aber er könnte noch viel doller sein. Und dann hört er auch gleich wieder auf. Und kaum hat er aufgehört, seht ihr auch bei ihm, dass er eigentlich nicht so richtig dahinter steht. Ne? Also dass er eigentlich nicht so richtig weiß, was er da machen soll. Also, ach Gott, die nervt. Jetzt habe ich sie 3-mal gesagt, aber die hört nicht auf. Ne? So würde ich das jetzt. So, warte, jetzt läuft es mal nicht wieder. Ist, wenn ich immer so auf Pause mache, läuft das manchmal dann nicht. Jetzt habt ihr kein Bild, ne? Ich mach's mal ohne Ton. Den Ton brauchen wir nicht. Ja, das ist immer, wenn ich so oft Pause mache und wieder zurück und wieder dran, dann ist manchmal das Bild weg. Aber hier haben wir es jetzt nochmal. Mach's mal einen kleinen Takt schneller. Na, da kam der Schnauzgriff. Und dann nochmal, ich will eigentlich nicht. Und jetzt versucht er hier gleich schon wieder aus dem Weg zu gehen, die nervt. Also gibt's nochmal einen hinterher. Also, das klingt total blöd, ne? Ich weiß jetzt nicht, was die Idee hinter dem Video ist, aber die hat da jetzt so doll am Ohrfeigenbaum gerüttelt. Wenn die da eine Ohrfeige kriegt, selber schuld. Also da wäre ich ganz pragmatisch. Die Frage ist, sollen wir das unterbinden? Also sollen wir ihn stärker davon abhalten, ihr zu sagen, dass er das Abschlabbern nicht möchte ihn. Und sonst es noch mehr haben? Nee. Ja, ihn. Nee. Nee, ihn auf keinen Fall. Also, das ist jetzt so ein bisschen, stellt euch das mal so vor. Ihr seid auf dem Schulhof, seid in der 9. Klasse oder 10. Klasse, kurz vorm Abschluss. Und jetzt kommt ein Fünftklässler und fängt euch an, am Rock zu ziehen und sagt, ey, willst du nicht mein Freund sein? Ich spiele voll gerne Beyblades und Pokémon und so, bitte nicht auch. Und da sagst du auch 5-mal, kommst du ja kaum ab. Aber irgendwann bist du halt genervt. Ne? Und so ähnlich ist das hier auch. Also, ganz häufig hat man dann so gegenschlechtliche Geschichten, dass Weibchen sich eher Rüden aussuchen und Rüden eher ältere Weibchen aussuchen, wo sie versuchen, einfach so sich so einzuschleimen und einen guten Freund zu kriegen. Das haben wir in der Hute auch 1000-mal. Und das ist etwas, das ich laufen lassen würde. In dem Fall kenne ich Thilo auch. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass der von heute auf morgen sagt, okay, wenn die morgen kommt, dann haue ich der richtig eine rein. Aber ich würde das aus 2 Gründen laufen lassen. Erstens, die rüttelt so doll am Ohrfeigenbaum, irgendwann bekommt sie einen und vielleicht hat sie es dann verstanden. Und zweitens, man sieht, dass Thilo immer so sagt, geh weg, geh weg, geh weg. Oh, ich hoffe, ich habe jetzt keinen Fehler gemacht. Ne? Also er weiß halt nicht so recht, damit umzugehen und traut sich auch nicht so richtig, ihr mal wirklich zu sagen, ey, Maus, du nervst. Das heißt, man kann das jetzt auch noch ein bisschen laufen lassen. Wenn ich jemanden davon abhalten würde, so zu sein, wie er ist, dann würde ich eher die Kleine mal wegholen und sagen, okay, komm, der Thilo hat es jetzt 5-mal versucht, dir zu sagen und du gehst wieder hin und der weiß schon gar nicht mehr, was er noch so machen soll, dann nehme ich die kurz raus. Aber in 90% der Fälle würde ich es einfach laufen lassen. Ich sehe da keine große Baustelle. Also das sah gut aus. Jetzt mache ich mal meinen Chat, ich sehe den Chat nicht. Sind die beiden da? Einer von den beiden? Ich glaube, ich habe eben im Discord. Nee. Doch, im Discord waren die vorhin. Achso, im Discord. Im Discord war, glaube ich, die Celia. Ja, die sind auch da. Celia, Thilo und Melis. Also, Celia, lass das laufen. Der macht das voll gut. Irgendwann kriegt die Kleine mal richtig einen hinter die Hucke und dann ist gut. Und jetzt kommt auch noch der Punkt, irgendwann wird die älter, irgendwann wird die ruhiger. Das dauert beim weißen Schäferhund halt ein halbes, dreiviertel Jahr. Aber irgendwann wird die auch interessant für ältere Rüden. Ja. Und dann sieht die Welt vielleicht auch wieder anders aus. Also das ist vollkommen okay, was da passiert. Ich sehe da nichts, was ich unterbinden würde. Ach, guck mal, die Alina ist auch da. Mhm. So. Also wenn dazu keine Frage ist, würde ich einfach noch den nächsten gleich mit reinnehmen. Mhm. Das nächste Video. Sage ich jetzt nicht viel zu. Frage, laufen lassen. Regeln das die Hunde unter sich? Fragezeichen. Regeln das die Hunde unter sich, ist die Frage. Mhm. Oh, da sehe ich schon, dass die Qualität nicht so der Hit ist. Also mal gucken, ob ihr das gut vernünftig sehen könnt. Ja, war aber 1080p laut Datei. Das ist einfach nur Gegenlicht, deshalb wirkt es so ein bisschen unscharf. Okay, ach so, wir sehen einen kleinen und einen großen Hund. Und das ist 30 Sekunden lang. Na, da gucken wir mal. Oh, warte mal, mit Ton wäre ganz gut, ne? Oh, und in richtigen Geschwindigkeit wäre auch ganz gut. Mein Gott, ey. Tut mir leid, ich bin krank. Alles gut. Eine, ey, der Arme. Ist das ein Rüde? Der Kleine, ich sehe es gerade nicht.
Ja, ein kleines Rüde. Ja. Mhm. Und der große Hund ist ein Mädchen. Alles Rüden. Alles Rüden? Alles. Okay, der Schwarze ist ein Rüde. Sind alles Rüden. Twiggy, Jack und Henry. Twiggy, Jack und Henry. Naja, Twiggy könnte auch ein Mädchen sein. Oh. Oh. Alter, Alter. Da habe ich nicht mehr gerechnet. Das muss ich nochmal gucken. Da habe ich nicht mehr gerechnet. Okay, also ich glaube, dass das hier das gestromte Mädchen ist. Weibchen, ich sag mal Mädchen, ihr wisst, was ich meine, Weibchen. Ne? Kann sein, das ist Twiggy, das kann sein, ja. Ja, ich komme nicht so richtig, also ich sehe hier keine Hoden und ich sehe keinen Pillermann, also ich glaube, das ist ein Mädchen, so. Weil, guck mal, unabhängig jetzt von der Tatsache, ich gehe mal davon aus, dass es ein Mädchen ist, aber der Kleine ist ein Rüde, ne? So patent, wie der gerade war, wenn das ein junger Rüde wäre und der würde den so, der hat den gerade, der schüttelt den richtig ordentlich, ne? Also im Spiel ist jetzt nichts mehr, aber dann würde aber er wahrscheinlich... Ich sehe Pillermann bei Twiggy jetzt auf dem Standbild. Nee, das ist Gras, das da ist Gras, so, da ist kein Pillermann. Ach so, so, aber, und vor allem kommt es jetzt auch noch zu diesem kleinen Rammel ein, zu der kleinen Rammeleinlage. Jetzt kommt der Labi und sagt, ist bestimmt ganz witzig, will mitmachen. Darf ich mitmachen? So, und jetzt kommt erstmal das Gerammel von dem Kleinen. Da, Rammel, Rammel, Rammel. Rammel, Rammel, Rammel. Das muss nicht sexuell sein, das kann auch im Spiel sein, weil das Spiel toll ist und die zwei sich mögen. So, aber jetzt fängt der Schwarze hier an zu schnüffeln und sagt, hier, oh, finde ich auch interessant. Da kam die Pfote, habt ihr gesehen? Ich will auch. Ich schätze, dass das ein Mädchen ist, dass sie langsam interessant riecht. Ja, das so. Ja, kann sein. Das ist ein Mädchen statt im Chat. Jetzt kommt hier deutliches Naserümpfen von dem Zwerg. Der guckt aber noch weg. Ne? Seht ihr das? Der guckt nicht gleich hin. Der guckt noch weg. Aber richtig, richtig klare, deutliche Körpersprache im Gesicht, Mimik und auch Lautsprache durch das Knurren. Dazu kommt dieses, ich muss mich mal groß machen, dann sehen wir das vielleicht ein bisschen. Dazu kommt, dass der so sich so selbst über die Lefzen leckt, ne? Oder über die Schnute leckt. Dann ist da schon so ein bisschen mehr Dampf hinter. Ne? Was jetzt erstmal nicht schlimm ist, sehen wir ja gleich. Ne? Also ich muss mir mal ein anderes Programm für die Videos holen. Ey. So, da habe ich genau richtig angehalten. Ja, und jetzt gibt's. Dass der Labi sich da wehrt, kann ich verstehen, ey. Das war schon echt kernig, ne? Guck mal, hier fängt er schon an. Da ist es noch im Spiel. Das hat man jetzt eben kaum gesehen, ne? Da ist noch nicht so deutlich. Guck mal, hier spielt er die ganze Zeit noch. Man sieht in dieser Sekunde, dass es noch Spiel ist, wenn man hier so ganz leicht das Weiße in den Augen sieht, habe ich mal ein Video dazu gemacht, dass das ein ganz wichtiges Signal ist, dass es noch locker ist, alles. Ja, nochmal Play. Ist jetzt gerade ein bisschen langsamer insgesamt. So, da kam aber jetzt, seht ihr hier die Zunge, die über die Nase leckt, und da kam schon mal so ein erstes Abschnappen und Zähne zeigen. Und jetzt pimpert er hier vorne weiter, hat gedacht, dass der das hinten rafft. Tut er offensichtlich nicht. So, und jetzt geht die Post ab. So, und jetzt ist die Frage, es sind zwei Fragen. Frage 1 wird wahrscheinlich sein, müssen wir da dazwischen gehen? Und wer ist schuld? Ja, oder ist das ein Problem? Ne? Frage du hast, ist einfach nur, regeln die Hunde das unter sich? Oder ja, müssen wir? Aber haben sie ja, ne? Wenn wir das jetzt weiterlaufen lassen. Da sagt der Labi jetzt, du hast wohl einen Vogel und der Zwerg dreht gleich bei, ne? Also, die haben das ja jetzt gerade unter sich geklärt. Aber hier haben wir zwei Thematiken. Ich habe ja mal ein Video gemacht, das können wir gleich mal verlinken, ob Aggression angebracht und angemessen ist. Diese beiden Fragen müssen wir uns immer stellen, um zu verstehen, ob das, was da passiert, gut ist oder nicht. Ob wir das laufen lassen können oder nicht. Und es gibt hier zwei Dinge. Erstens, der Kleine rastet aus. Zweitens, der Große antwortet. So, und jetzt müssen wir für beide Situationen uns überlegen, was ist okay, was nicht. So, der Kleine rastet aus. Warum? Jetzt zeige ich das nochmal an. Ich versuche mal ein bisschen weiter zurückzugehen. Ich mache mal ohne Ton, ne? Der hat vorher hier schon mal irgendwo kurz Zähnchen gezeigt. Da, seht ihr das? Ne? Da zeigt er ganz kurz Zähnchen. Das war wirklich ganz, ganz schlecht zu sehen. Aber da guckt er ihn auch mal an und sagt, hau ab, du Opa, nervst. Ne? Ich mache es mal ein bisschen langsamer. Ich hoffe, dass er jetzt Play macht. So, jetzt macht er da sein Pimperding weiter. Wie gesagt, das kann auch Spiel sein, ist nicht schlimm. Aber guck mal, was der Alte, sag ich mal, der Schwarze, der Große macht. Der interessiert sich überhaupt nicht für den Rüden. Der interessiert sich gar nicht für den Kleinen, sondern der schnüffelt die ganze Zeit an der
an der Twiggy rum. Der findet die Hündin interessant. Das scheint eine nette junge Hündin zu sein. Vielleicht will er mit ihr spielen, vielleicht möchte er sie auch abknutschen, weiß ich nicht, sei egal. So, das heißt, sein Kontakt ist zu der Hündin. So, jetzt geht er dazwischen und jetzt sagt der Kleine, hau ab's meine. Und an dem Punkt müssen wir uns jetzt fragen, ist das, was er tut, angebracht und ist das angemessen? So, erster Punkt, er, also der Dicke, der Alte, der Schwarze, der stört da jetzt. Könnte ich auch hingehen und sagen, ich könnte ihn wegnehmen. Ich könnte aber auch genauso sagen, ich finde das völlig unangebracht, dass der Kleine jetzt anfängt, da seine Spielpartnerin so zu verteidigen. Das ist was noch eine Frage. Was ich den Text interessant fand, war, dass der oder die Einsenderin geschrieben hat, dass Twiggy, also das Mädchen und Jack, dem Labby sagen, dass er nicht mitspielen darf. Ja, das kann natürlich sein, ne? Dass auch die andere das nicht will. Also, aber unabhängig davon, das kann man jetzt in der Situation oder in der Sequenz nicht beurteilen. Aber Fakt ist erstmal, ich könnte die Frage, ob er die da verteidigen darf, in Anführungsstrichen oder nicht, aber sagen darf, du nervst, hau ab, die könnte ich mit Ja und Nein beantworten. Das ist meine freie Entscheidung zu sagen, nee, eigentlich will ich das nicht, dass der das da verteidigt. Wir sind hier offensichtlich auf einer Hundefreilauffläche oder so, auf einer Hundewiese, da hinten sind auch noch Leute, hier rennen Hunde rum, der kann ja jetzt nicht jeden einfach verteidigen, nur weil er sagt, das ist mein Freund. Ne? Wäre vielleicht der eine oder andere von euch, der sagen würde, will ich nicht. Der nächste würde sagen, naja, mein Gott, ich meine, der hat jetzt gespielt, der Alte stört. Ist auch nicht schlimm, wenn der da mal Bescheid sagt. Jetzt kommt aber der nächste Punkt, ist das, was er macht. Selbst wenn wir sagen, ja, das ist angebracht, dass er da sagt, Labby, hau ab, dann ist die nächste Frage, ja, ist das angemessen? Und an dem Punkt, ich habe es jetzt ohne Ton, oder hier sagt, pass mal auf, hau ab, und jetzt geht der voller Lotte auf den los, obwohl der Alte überhaupt gar nicht, also der, ich sag mal, der Alte, der Labby, überhaupt gar nicht irgendwie eskaliert hat. Also spätestens an dem Punkt würde ich sagen, sag mal, Zwerg, hast du einen Vogel? Das ist übertrieben. Ja? Selbst wenn ich sage, okay, der darf seine Spielpartnerin gerne beschützen oder gerne sagen, hör ab, aber das ist zu intensiv. So, und jetzt kommt die nächste Reaktion. Der Labby sagt auch, sag mal, hast du noch alle Tasten im Schrank? Und fängt jetzt an zu antworten, ne? Und jagt ihn jetzt hier weg. So, hier hat er noch große Fresse. Man sieht das jetzt ganz knapp nur, ne? Und ist auch so ein bisschen pixelig. Hier hat er noch große Fresse. Aber jetzt guck mal da, ist der Rute gleich wieder unten. Jetzt hört das Video auch gleich auf. Aber jetzt geht er auch weg und sagt, okay, das war, glaube ich, nicht so eine coole Idee. Ja, das heißt, auf der anderen Seite, der Labby, er hat jetzt in einer Situation, wo er blöd angemacht wird, finde ich, ganz gut reagiert. Also er muss sich da ja nicht doof anblaffen lassen. Ja, der Kleine ist viel zu vehement auf ihn losgegangen. Und er hat das offensichtlich auch nicht zu doll gemacht. Der hat hier, da steht ein Kamm, ne, und der, also ich, man sieht es jetzt gerade nicht, aber da steht ein Kamm, die Rute ist da steht der Kamm da oben und da ist die Rute oben. Der hat ihm einmal gesagt, pass mal auf, mein Freund, wenn du mir so krumm kommst, kann ich auch anders. Und dann war das beides, also aus Labby-Sicht, war beides angebracht und angemessen. So, ne, weil der hat es nicht zu doll gemacht und er hatte einen Grund, also guten Grund, wenn da so ein Zwerg kommt und mir gleich in die Hacken kneift, obwohl ich nur an der Hündin da geschnuppert habe, da wäre ich auch ein bisschen fraglich. So, und jetzt kommt halt die Frage, regeln die das unter sich oder müssen wir da dazwischen gehen? Und, Dirk, ich glaube, ich habe mich gerade vorhin ein bisschen falsch ausgedrückt. Also, es wird geschrieben, in dem Video sagen Jack und Twiggy, dass Henry nicht mitspielen soll, und bei Twiggy sehe ich das überhaupt nicht. Nee, bei der habe ich das auch nicht gesehen. Wir können es uns gerne nochmal angucken. Also, ich mache es mal auf 2/3 Geschwindigkeit sollte reichen. Ne? Das ist ein schönes Spiel. Ne? Von dem Kleinen ist es ein kleinen Tacken, sexuell motiviert vielleicht, aber das ist erstmal nicht schlimm. Selbst wenn der total sexuell wäre jetzt da im Spiel, kann ich das laufen lassen. Die wiegt das Dreifache, wenn die will, kann die aufstehen und gehen, dann fällt der da hinten runter, fertig. Ne? Also das ist nicht so tragisch, das kann ich ganz lange laufen lassen. So, jetzt kommt der Labby und guckt euch mal die Körpersprache an. Zunge hängt ganz tief raus hier, Ohren sind ganz locker, also ganz lockere Körpersprache. Der versucht überhaupt nicht zu prollen. Die Rute ist locker, die wappelt hin und her. Der Labby hat eine ganz neutrale Körpersprache und sagt, oh, ich würde auch gerne mal mit der spielen. Die Twiggy scheint nett zu sein. Ne? So. So, und jetzt die Twiggy, man sieht es halt jetzt ganz, ganz schlecht, aber die Twiggy ist jetzt hier nur im Spielen. Die guckt, da hat sie mal nach hinten geschnappert, aber das war wegen dem Zwerg, weil der ihr auf dem Rücken liegt. Was sie da jetzt hinter ihm macht, das können wir nicht sagen. Das kann schon sein, dass sie da hinguckt, aber da schnappert sie so ein bisschen nach dem Zwerg und die ist eigentlich die ganze Zeit nur am Spielen. Die kriegt gar nicht mit, was die zwei Jungs da machen. So, jetzt kriegt die das erste Mal mit. Jetzt hört die auch auf zu spielen, siehst du das? Und jetzt knallt's. Und dann sie ist auch die Erste, die sagt, da ist aber was passiert, was haben die denn für ein Problem? Die hat überhaupt nichts gemacht, die hat nichts gesagt. Es kann sein, dass sie das sonst gesagt hat, aber da habe ich nichts gesehen, sagen wir es mal so. Ja? Hm. Frage aus dem Chat, dass der Mensch dazwischen gegangen ist, hätte keinen Einfluss auf das Verhalten von dem Männchen am Schluss? Fragezeichen?
Frage ist, welches Männchen? Welche von den beiden? Ja, aber die meinen wahrscheinlich den Kleinen, ne? Also, weil es geht ja erst, hier geht's jetzt los, dass der Kleine sagt, verpiss dich, da wird er zu doll. Und erst als es da hinten knallt, außerhalb des Bildes, ja, das ist auf der Seite, kommt der Mensch und sagt, ey, habt ihr so noch alle, ihr zwei? Das heißt, da ist, das finde ich nicht schlimm, dass in der Situation wären wir alle dazwischen gegangen, hätten gesagt, um Gottes Willen, nicht, dass der Lavi den Chihuahua schlachtet. Ne? Also es war unwahrscheinlich in der Situation, weil der hat es ganz gut gemacht, aber der wiegt halt einfach trotzdem das Zehnfache oder Fünffache oder so. Ne? Also da hätte jeder von uns, wo es so, so laut und so zankig wird, jeder von uns spätestens reagiert, oder die allermeisten. Ich hätte es aber anders gemacht. Ich hätte, wenn ich gesehen hätte, wenn das eine Konstellation in der Huta wäre, dann wäre ich an, also das wäre vielleicht auch fünfmal so gelaufen, ne? Oder dreimal so gelaufen, wenn ich sehe, okay, der will immer zu Twiggy hin und jetzt fängt der andere dann an, da zu verteidigen und wird drüber, dann würde ich zwei Dinge machen. Erstens würde ich dem Kleinen die Löffel langziehen für, das ist mir zu doll, das heißt, ich hätte vielleicht mal eine Wasserflasche und hätte den mal abgeschossen, wenn er da nach vorne jagt, zum Beispiel. Und aber ich würde auch den Alten da wegholen und sagen, hey, jetzt lass doch, muss ich da noch nicht einmischen. Ja? Auf der anderen Seite würde ich aber irgendwann dafür sorgen, dass der Labi dann irgendwann mit der Twiggy mal spielen darf, weil das heißt ja nicht, dass die nicht miteinander spielen können, ja? Oder gut miteinander spielen können. Nee, ich würde das nicht laufen lassen. Ich hätte spätestens, als der Kleine so ausgeflippt ist, hätte ich beim nächsten Mal gesagt, da gucke ich ein bisschen genauer hin und da wäre ich dazwischen gegangen. Ja? Ich hätte vorher gesagt, keine Ahnung, nehmen wir den Labi mal Balu. Wenn der Balu da nervt, ich sage, Balu, komm her, lass die in Ruhe spielen. Und ein bisschen, wenn die dann ausgespielt sind, dann würde ich den Kleinen wegpacken und dann kann der Balu irgendwann später nachmittags mal mit Twiggy spielen, wenn die dann noch kann. So würde ich da gefühlt mit umgehen. Ist immer schwierig. Aber nee, das war mir zu doll. Das war mir zu übertrieben. Ich hoffe, das hat Ihre Frage beantwortet. Oh Gott, wir sind schon zwei Videos und wir sind schon bei fast einer halben Stunde, ey. Normal. Ja, ich wollte eigentlich keine 3 Stunden streamen. Naja. Wir machen so lange, wie du kannst. Ja, ja. Ich will niemand übel nehmen. Ja, ich hoffe, das war die Frage. Machen wir das dritte? Ja, das ist von mir. Das ist von dir. Appa ist meine Hündin, Wotan ist der große Riese Rüdel, beide intakt, kennen sich noch nicht. Erste Begegnung. Wotan hatten wir in einem anderen Stream, das war so ein Riesenbär, ne? So ein Flauschbär. Genau. Und Appa kennt man ja auch aus den Streams. Okay. Oh, das ist wackelt. Aber eine gute Kameraführung. Das wackelt ja überhaupt nicht. Das wird besser gleich. Das wird besser. Ja, es wird echt besser. Oh, guck mal hier, der sagt sich schon, um Gottes Willen, ein Bär. Also der ist auch ein Riesenvieh, ne? Guck mal hier. Und vor allem, entweder ist das jetzt die Wand oder das ist schon die Rute von ihm, ne? Dass die Rute so ein bisschen hoch steht. Gottes Willen, die Kameraführung. Was hast du gemacht? Hast du die um den Hals geboten? Ja, nee. Also, wenn ihr sowas macht, ganz kurz, muss ich. Wir haben das ja beim letzten Mal gesagt, achtet darauf, dass die Qualität so ein bisschen gut ist. Ne? Wir haben nachher auch eins, da sehen wir dann nur Vierecke. Hier ist das jetzt auch schon grenzwertig, ne? Qualitätstechnisch, aber das kann auch an dem weißen Hund liegen oder an der Kamera. Aber schaut, die meisten Handykameras haben eine Bildstabilisierung. Das heißt aber nicht, dass ihr damit so rumlaufen müsst. Also dann haltet die halt einfach ein Stück von euch weg. Euer Arm gleicht das dann so ein bisschen aus. Ne? Also wenn es irgendwann zu viele Videos werden, dann können wir sie im Zweifel nicht angucken. So, gucken wir mal weiter. Die Appa sagt auf jeden Fall, nee, riesengroßer Hund, finde ich komisch. Und er steht aber auch ein bisschen strange da, ne? Also er weiß auch noch nicht so, was er damit anfangen soll. Die Rute ist oben. Oh, ich traf. Ich glaube, ich weiß nicht so recht. Bist du nett? Bist du nicht nett? Oh, du bist gruselig. Ach, ich gucke das die ganze Zeit auf falscher Geschwindigkeit. Oh, Hilfe. Ja, jetzt, wo ich ihn anfasse, ist auch besser. Dann... Hallo, Wotan! Diese Art und Weise, wie sie da bellt, das ist so ganz typische Unsicherheit. Ne? Also der Belllaut. Und man sieht sie auch. Ne? Die traut dem Braten nicht. Guck mal, ist alles so, ich weiß nicht, soll ich nach hinten, soll ich nach vorne? Die Ohren hängen, ist richtig Skepsis im Blick. Aber ist auch Neugier da. Ne? Oh, ja, ich geh mal hin. Jupp, das war mir klar, dass das passiert. Hallo, Wotan. Ja, jetzt, wo ich ihn anfasse, ist auch besser. Hallo, Wotan. Guck mal, Appa, der Wotan, der macht gar nichts. Appa ist sich noch nicht sicher, ob der Wotan nichts macht. Komm mal her. Merkst du halt auch sofort, dass Appa, dass
so wie Wotan reagiert, wenn Appa weiß gerade überhaupt nicht, was sie machen soll, ne? Also, ich kann es ja jetzt schon mal sagen. Das Einfachste, um in solchen Situationen die Hunde irgendwie aneinander zu gewöhnen, ist halt einfach zusammen zu laufen. Nach einer Viertelstunde spazieren ist das weg. Ja? Das heißt, man geht aufeinander zu, ich sehe schon, die ist unsicher, dann würde ich sagen, hey, komm, lass uns da hinten mal eine Viertelstunde um die Wiese gehen und dann haben die ein paar Mal aneinander geschnüffelt und ist gut. Ja? Also in den meisten Fällen, in den allermeisten Fällen. Ob man müde wäre, dann würde Wotan wahrscheinlich anders reagieren. Ja. Oh, jetzt kann, das ist halt wichtig, ne? Das ist eine super wichtige Situation, weil jetzt kann sie mal, okay, der guckt nicht hin, mit dem Po kann er mich nicht fressen, dann kann ich mal schnüffeln, gucken, was das eigentlich ist. Ist das ein Bär, ist das ein Hund, ist das der Yeti? Ja, und jetzt stellt sie fest, oh ja, ist ein Hund. Gucken, was die macht und, so ein bisschen und jetzt wird auch da mal geschnüffelt, wo er ist. Seht ihr die Rute? Jetzt kommt er wieder. Jetzt kommt er wieder auf sie zu, ne? Dann kommt wieder das Bellen. Oh, Hilfe, Wuff, Wuff. Ich habe es jetzt mal ausgemacht, damit, ne, damit ihr nicht das Gerede die ganze Zeit hört. Aber das ist, bei unsicheren Hunden ist ganz oft so, dass das angeguckt werden oder das auf die zulaufen, dass das dieses Bellen wieder auslöst. Das hat man jetzt hier sehr, sehr gut gesehen. Ne? Erst hat sie geschnüffelt, da hat sie geschnüffelt und hat gesagt, ja, ist ganz nett. So, und jetzt dreht er sich um und dann hört man es gleich auch. Na, dann kommt wieder das Unsicherheitsbellen. Appa. Aber jetzt, guck mal, langsam fängt sie sich so ein bisschen, traut dem Braten immer noch nicht. Null. Nee, es ist echt, also auch weil Appa ja auch so klein ist. Mach mal den Ton manchmal leise, auch wenn man das Bellen von ihr jetzt teilweise ganz gut hören könnte. Die Tatsache, was ihr da macht, ich weiß nicht, ob das jetzt aus einem meiner Videos ist. Ich habe, also es, glaube ich, war das eins der ersten Videos, die wir mal gemacht haben. Angst und Unsicherheit bei Welpen. Das habe ich, glaube ich, mit einer Kartoffel gefilmt. So ist zumindest die Qualität. Da geht es darum, dass man sich hinhockt, zuerst da ist, den Hund einlädt und so. Das würde ich bei Hunden nicht machen, weil da einfach zu viel Bewegung drin ist. Das mache ich bei stehenden oder ruhigen Gegenständen. Hier würde ich einfach in die gleiche Richtung spazieren. Dann ist das irgendwann weg. Noch mal so ein klein wenig schneller. So, jetzt sind wir ein bisschen weiter. Jetzt habe ich gesehen, Appa ist schon mal ohne Leine. Melanie, genau. Ja, Melanie war jetzt, Melanie war jetzt ohne Leine. Boah, ich bin echt durch. Scheiße. Nathalie war ja, boah. Appa war jetzt ohne Leine. Und Wotan dann offensichtlich auch. Beide sind ohne Leine. Wie lange seid ihr da jetzt unterwegs? An dem Punkt? Was war die Frage? Wie lange ihr da jetzt unterwegs wart, bis zu dem Punkt, wo ihr Leine habt? Eineinhalb Stunden. Also, das, was wir jetzt sehen, da oben, ist nach anderthalb Stunden. Mhm. Und dann habt ihr das erste Mal. Dann habt ihr das erste Mal die Leine abgemacht. Genau. Okay. Weil wir sind dann gewandert zusammen, so den Harz hoch, haben gegessen. Beim Essen wollten die schon zusammen spielen, dann haben wir gesagt, na komm, dann machen wir. Okay. Oh, ich glaube, mein Kopfhörer gibt gleich einen Geist jetzt, auf. Jetzt. Ja, Wotan macht ganz deutliche Spielaufforderungen. Ist halt ein Riesenhund. Jetzt sagt sie, oh Gott, der ist groß. Hast du das gesehen? Wir gucken nochmal. Das ist richtig Schaukelpferd. Also der will wirklich spielen. Dann sagt sie, okay. Nee, hinterher rennt es scheiße. Warte weg. Das ist ja einfach zu viel. Ja, aber da, durch diese Spielgeschichte wird sich das irgendwann lockern und dann ist auch okay. Ja, sofern der Wotan sich gut verhält. Ja, jetzt wird die richtig frackig. Jetzt fängt er an, den so hinterher zu rennen, auch meine Po zu zwicken hier und da. Da hat sich verteidigt so ein bisschen. Das hat man jetzt nur gesehen und nicht gehört. Das ist ihr Lieblingsspiel. Na, das ist vielleicht so Mischung aus Spiel und Verteidigen. Die weiß es selber noch nicht so richtig, was sie machen soll. So laut. Der ist halt einfach riesig, ne? Aber das ist tatsächlich weniger Spiel als eher so Grenzen aufzeigen im Spiel, ne? Dieses ein Stück zurück. Da sieht man es ganz gut, ne? Das ist, also bei einem Spiel würde sie, also er ist eher im Spiel als sie jetzt gerade in der Situation. Ja. Hau ab, ich will das nicht, du bist mir zu nah. Ja, sie geht nicht so richtig hin. Nee, ich traue mich nicht. Er ist ein bisschen groß. Die ist immer so laut dabei. Auch mit Rosi. Okay, also wart ihr zusammen wandern? Habt euch da irgendwie getroffen im Harz und dann wart ihr zusammen wandern, oder was? Genau. Ja, dann sind die. Das war der erste Tag?
Das, wir haben uns einen Tag getroffen, genau. Ach so, ihr habt euch nur einen Tag getroffen. Ne? Wart da mehr als einmal wandern? Genau, wir sind einmal im Berg hoch 1,5 Stunden, einmal Berg runter 1,5 Stunden. Ja, also das ist ein Pärchen, da würde ich einfach nach dem 3., 4., 5. Mal treffen, mögen die sich, das ist kein Problem. Der Wotan hat das gut gemacht, der ist ja einfach nur groß, die Appa hat Probleme mit großen Hunden, ne, da Vertrauen zu finden, das braucht ein bisschen, aber insgesamt war das sehr gut. Wotan hat viel gespielt und hat auch einen gewissen körperlichen Abstand und Respekt eingehalten. Es war für Appa einfach noch zu unsafe. Aber sah gut aus soweit. Oder kann hast du eine spezifische Frage? Kann ich was tun, um ihr grundsätzlich vielleicht auch über ein paar Wochen oder Monate mehr Sicherheit zu geben? Weil es ist halt auch einfach so, dass wenn sie jetzt zum Beispiel mit einem Sky spielt, Sky ist der weiße Schäferhund, genau. Sie zeigt Grenzen auf, aber das hat so das Äquivalent von, hör mir auf, an meinen Zöpfen zu ziehen. Die sagt nie, ey, hör jetzt mal auf, du gehst mir richtig auf den Nerv. Aber ist jetzt 1,5, 2? Wie alt ist sie jetzt? 2,5. 2,5 sogar schon, ja. Also es gibt halt einfach souveränere Rassen und weniger souveränere Rassen. Und innerhalb dieser Rassen gibt es dann souveränere Typen und weniger souveräne Typen. Und Pudeludel, das sind alles eher so schüchternere Hunde. Die Mädels noch mehr als die Rüden und dann ist die Appa vielleicht eher noch eine schüchternere. Also ja. Das klingt total doof, ne? In 1,5 Jahren hast du da kein Problem mehr mit, weil dann ist sie ein bisschen sicherer geworden, ist sie erwachsener geworden und dann hast du auch gelernt, damit zu leben, in Anführungsstrichen. Also ich sehe da jetzt erstmal kein Problem. Das Wichtigste, damit die Sicherheit im Umgang mit verschiedenen Hunden kriegt, ist, dass ihr einfach 4 verschiedene Hunde kennenlernt und Kontakt mit ihr. Die geht in die Huta. Da sind ja, so aber viele das ist, große Hunde und kleine Hunde. Aber das ist eine feste Gruppe, das ist eine andere Geschichte. Das ist die Jungs in deiner Klasse, selbst wenn du dich magst, sind halt die Jungs in deiner Klasse. Da hast du halt irgendwie einen Bezug dazu. Ne? Und die Jungs oder irgendwelche fremden Jungs, die dir abends in einer dunklen Gasse entgegenkommen, wenn du auf dem Weg nach Hause bist vom Sportunterricht oder so, das ist dann wieder eine andere Hausnummer. Also du darfst dieses territorial erlernte, diese territorial erlernte Sicherheit, die sie gekriegt hat, weil sie schon sehr lange in die Huta geht, nicht mit dem vergleichen, was draußen passiert. Also sie wird draußen einfach länger brauchen. Das sagte der Leiter auch, sie ist halt ein festes Mitglied in der Gruppe und weiß, genau, wie es läuft. Ja, also das ist völlig normal. Wir haben ganz viele in der Huta, die sich vertragen oder miteinander auskommen, die teilweise nebeneinander liegen, vor der Tür würden die sich Köpfe einschlagen. Also das ist völlig normal, ja. Nee, einfach, ich will mir da keinen Kopf machen. Aber ich lerne aber ja bald kennen und dann werden wir mal sehen. Die wird wahrscheinlich mit der Sheila genauso reagieren und dann gucken wir uns mal an. Appa ist ein es schimpft sich australischer Labradudel, ist keine anerkannte Rasse, ist ein Mix aus Pudel, Cocker Spaniel, Wasserspaniel, Labrador. Da habe ich letztens erst eine Mail dazu gekriegt zum Australian Labradoodle. Da habe ich gesagt, naja, das ist einfach nur ein Mischling. Und dann kam direkt, es gibt auch Züchter. Und dann habe ich nochmal zurückgeschrieben, da habe ich dann nie wieder was gekriegt, dass der Australian Labradoodle, das ist einfach nur auch ein Labradoodle. Klingt total doof, aber da sind auch andere Rassen. Am Anfang waren das 5, 6 Rassen, die da eingemischt wurden. Jetzt ist es nur noch der Cocker, der Aussie und noch irgendwas anderes, glaube ich. Aber, nee, kein Aussie. Ja, wie auch immer, es sind nur noch 3 Rassen von ursprünglich 6 oder 7. Und man muss dazu sagen, dass ist eine australische Hunderasse und die ist nirgendwo anerkannt. Nirgendwo, nicht mal in Australien. Richtig. Es gab vorher den Cobber Dog, das kennt man vielleicht noch. Das ist so dieser klassische Labradoodle, den wir hier haben, der Australian Cobber Dog. Da gibt es wirklich, glaube ich, nur Labrador und Pudel oder so. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Da ist noch mehr eingekreuzt. Also ja, mittlerweile aber auch nicht mehr. Ja. Aber selbst die Rasse, die jetzt schon ein bisschen älter ist, in Anführungsstrichen, ist in Australien noch nicht anerkannt, sondern in der Anerkennung. Das klingt total gemein, oder da hilft dir nicht falsch verstehen, wenn ich das so sage, auch wenn die dir jetzt mich da angeschrieben haben, zu gucken. Das sind Mischlingshunde. So, ich sage halt immer Dudeltypen, weil sobald der Pudel drin ist, merkst du es halt am Fell und auch ein bisschen am Verhalten. Das heißt überhaupt nichts Schlimmes. Das ist ein Mischling aus verschiedenen Rassen und dann, wenn das die x-te Generation ist, dann dürfen wir noch mit der Generation und so. Das ist eine neue Hunderasse in Entstehung. Und entweder wird die irgendwann anerkannt oder nicht. Und das war beim Elo auch mal so. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob der Elo jetzt mittlerweile überall anerkannt ist. Das müsste ich auch nochmal nachgucken. Aber da war es genauso. Hat man gesagt, wir wollen eine neue Hunderasse, die und die Eigenschaften hat. Und dann hat man die einfach erfunden. Das beim Cobber Dog genauso wie beim Australian Labradoodle und so weiter und so fort. Da hat man gesagt, man will das nicht hart und da ist immer der Pudel mit drin und so. Also, wurscht. Es ist ein Hund. Fertig. Und das ist wahrscheinlich ein deutlich gesünderer Hund als jede einzelne Rasse davon. Ne? Wenn die ein paar Mal miteinander verpaart wurden. Also verschiedene. So, 4. Video. Welche Rasse steckt in Wotan?
Sehe ich gerade im Chat. Das ist wahrscheinlich eher so Richtung Yeti und. Er sah aus wie ein Bärenhund. Sah aus wie ein Bärenhund. Was ist der Wotan? Ein Bärenhund. Ja, geil. Bärenhund. Geil. Richtig selten. Richtig selten. Weiß aber auch nicht, ob die anerkannt sind. Müsste ich mal nachgucken. Ich glaube, das ist auch so eine Veritas sagte nein. Veritas nee, sind sie, glaube ich, auch nicht. Also der germanische Bärenhund ist die, ich fasse das jetzt mal ganz einfach zusammen, was ich vor Jahren gelesen habe, ist der Versuch, wieder diesen großen, kräftigen Hof- und Wachhüter-Arbeitshund zu züchten, der früher bei den Germanen offensichtlich gang und gäbe waren. Und die werden riesengroß und sind halt einfach schwerfällige Kuschelmonster. Also die meisten, die ich kennengelernt habe. Ich habe zwei, hatte ich jetzt mal im Welpenkurs. Die kommen in den Welpenkurs mit 12 Wochen, da wiegen die auch 12 Kilo. Oder mit 14 Wochen muss sie raus tun, weil die einfach riesig, ey. Aber ganz, ganz gelassene Hunde. Erinnern mich ein bisschen an Neufundländer. So vom bisschen agiler sind sie schon, ein bisschen kleiner und ein bisschen weniger kräftig, aber ja. Also wo andere Hunde... hat auch total cool reagiert. Also man hat wirklich im Blick gesehen, warum rastet die nicht so aus? Ja, die sind auch normalerweise cool. Aber überall da, wo jetzt, sag mal, da wo der Border Collie zwischen den Hirnzellen eine Autobahn hat, damit die Daten schnell hin und her kommen und alle anderen Hunde haben Schnellstraße oder normale Straßen, da hat halt so ein Bärenhund oder so ein Neufundländer hat halt ja, nur eine sehr klapprige Feldwegstraße, Einbahnstraße, Wendehammer teilweise. Also die brauchen halt einfach für Gehirnsachen brauchen die einfach länger. Das ist, ja. So, viertes Video heißt Gruselwald. Sehe ich gerade. Boah, ist das lang. Das ist ein 5-minütiges Video. Ich weiß nicht, ob du kannst es, glaube ich, schneller abspielen. Du kannst es auch schneller abspielen, solange wir die Bewegung sind. Na, dann schauen wir mal. Zacki Bums. Achso, jetzt habe ich die ganzen Texte dazu nicht, weil du mir quasi immer dazu erzählst, was los ist, ne? Ja. Hat Marie sich die Arbeit komplett alleine umsonst gemacht? Das tut mir leid, Marie. Nein, sie hat mir die Datei geschickt. Ach, das heißt, du hast die... Ah, okay. So, wir sehen eine... Oh, da ist jemand unsicher. Was ist das, eine Bracke? Schäferhund-Mix? Labrador, großer Schweizer Sennenhund-Mix. Was? Ja, steht hier. Okay. 2-3 Vierteljahr. 2-3 Viertel. Ah, okay. So, aber da ist einer auf jeden Fall sehr unsicher. Wenn ich jetzt Bu schreie, macht der ein Rückwärtssalto. Wir machen mal mit Ton. Ich habe es jetzt auf 1,5-fache Geschwindigkeit, ne, weil 5 Minuten ist echt ein bisschen lang. Ist auf jeden Fall sehr unsicher, ne? Wenn jetzt ein Knallgeräusch kommt. Oh. Wenn jetzt ein Knallgeräusch kommt, macht der oder die ein Rückwärtssalto. Wir wissen jetzt noch nicht, warum die unsicher ist, ne? Ob es Geräusche sind oder so, aber also bis zu diesem Punkt hier. Bis zu diesem Punkt wussten wir nicht, warum die unsicher ist, was alles noch auf dem Boden ist. Aber da, an diesem Punkt, würde ich davon ausgehen, die riecht irgendwas, was sie bedrohlich findet. Also vielleicht wild. Soll ich vielleicht sagen oder möchtest du... Ich rate jetzt erstmal und dann lösen wir am Ende auf. Mal gucken, ob ich recht habe. Weißt du, was ich demnächst mal machen will? Es gibt so einen Test, ob man Hundetrainer werden kann. So, bist du geeignet, Hundetrainer zu werden? Das ist jetzt mein Test, ob ich geeignet bin, Hunde zu verstehen. Mal gucken, ob ich vielleicht liege ich auch völlig falsch, ey. Aber dann wissen die Leute wenigstens, dass live ist. Jetzt kommt so ein 7-Schläfer aus dem Busch. Also irgendwas riecht er oder sie da. Huch, das müssen wir mal langsam machen. Jetzt weiß ich nicht, warum. Warum sie da einen Satz gemacht hat. Ist das ein Mädchen, ein Weibchen? Mädchen, boah, sind die Beine lang, ey. Ja, Labi und großer Schweizer Sennenhund mit, ja. Also warum sie sich da jetzt erschreckt hat, ist mir unklar. Vielleicht war ein Geräusch da, das wir jetzt nicht gehört haben oder so. Also ich würde wetten, die riecht irgendwas, was ihr nicht gefällt. Was denn? Machen wir wieder schneller. Da kommt eine Fliege. Aha. Auch der Ort könnte jetzt darauf hindeuten, dass es irgendwie mit Wildwechsel zu tun hat, ne? Weil die so, ich sag mal, offene Bereiche, wenn da Rehe rauskommen oder Wildschweine rauskommen, dann rennen die eher dadurch als über den Weg und wieder durch den Wald. Achso, die hat sich erschreckt, weil der Besitzer sich bewegt hat. Das will ich jetzt auch nochmal auf langsam sehen. Jetzt sind wir auf normale Geschwindigkeit. Was hat sie denn da gesehen?
Also nicht, dass die sie erschreckt, ne? Dass die sie erschreckt, deshalb lacht sie. Aber guckt euch mal das Gesicht an, warte. Hast du das gesehen? Hast du das auch gesehen? Boah, ich habe mich so erschrocken, hast du gesehen? Ein richtig, richtig echauffierter Gesichtsausdruck. Oh, jetzt geht die Bürste auch hoch. Dieses einmal aufstampfen und wuffen ist so richtig mit Nachdruck. So, oh, finde ich scheiße, ne? Ich mach wieder schneller. Im Übrigen hätte ich mich als Besitzer ganz anders verhalten. Jetzt schon. Ne? Nach diesen, was sind die jetzt, knapp 2 Minuten. Aber hier geht es ja auch darum, dass wir uns die Videos angucken. Ne? Deshalb ist derjenige wahrscheinlich auch stehen geblieben, hat das mal ein bisschen länger gefilmt. Ja. Aber die versucht wirklich zu identifizieren, was das ist, was sie da gruselt. Ne? Deshalb riecht die auch so viel. Ein Hund, der jetzt richtig Angst hätte. Also das ist gerade eine irrsinnige Zwickmühle. Irgendwas findet die kacke und gruselig. Aber sie kann es nicht deuten. Und der beste Sinn, um etwas aufzunehmen, zu verarbeiten, zu verstehen für den Hund, ist der Geruch. Das heißt, sie versucht jetzt irgendwie herauszufinden, was da los ist. Aber wenn sie sich auf den Boden schnüffelt und riecht, dann kriegt sie nicht mit, wenn da irgendwas passiert. Und dann kriegt sie wieder einen Herzinfarkt, weil da ein Blatt runtergefallen ist oder so. Also die ist gerade total, die weiß nicht besser, damit umzugehen. Ja. Was auch immer es ist. Was ist es denn, bevor es jetzt weitergeht? Oder wird das im Video aufgelöst? Wildschweinspuren. Wildschweinspuren, ja, habe ich mir gedacht. Wildschweine stinken auch echt richtig, richtig doll. Und mit denen ist auch nicht zu spaßen. Mhm. Können wir den Test machen? Als wir Milan hatten, danke für, ich habe es gerade nicht mehr lesen können, wer es war. Als wir Milan das erste Mal hatten oder gerade hatten am Anfang, sind wir in den Zoo gefahren und zwar in die Zoom-Erlebniswelt in Gelsenkirchen. Und da kannst du in viele Bereiche mit dem Hund rein. Und dann sind wir, das ist dann unterteilt in Arktis, Afrika, Asien und so, und dann sind die entsprechenden Tiere, ne? So. Und dann sind wir in den Afrika-Bereich gegangen und direkt ganz vorne sind Hyänen und Löwen. Der Milan hat sich fast in die Hose gepisst. Nur wegen dem Geruch. Die wirklich, die kriegen das mit, dass ein größerer Fisch im Becken schwimmt. Also Wildschweingeruch ist sehr, sehr intensiv. Wir gehen ja ganz oft auch in den Wildpark mit anderen, mit der Hundeschule. Und da gibt es den einen oder anderen Hund, der wirklich große Probleme mit Wildschweinen hat. Ja. Es gibt 3 Fragen dazu. Also warum zeigt der Hund in dem Verhalten halt die Angst? Und würden andere Hunde in einem Rudel zur Nähe bekommen? Und die letzte Frage ist, im Moment tritt das Bellen dahinter tatsächlich häufiger auf. Gerne mal einen Tipp. Meistens gehe ich eben dann weiter, lade sie zum Mitkommen ein und wir bewegen uns weiter. Ja, also das ist das Erste, was ich eben gesagt habe, was ich geändert hätte. Ich wäre weitergegangen. Ja? Also das ist jetzt klingt ein bisschen blöd, ne? Aber wenn ich da stehen bleibe und mir das angucke, dann hat das zwei Effekte. Der erste Effekt ist, der Hund kann viel länger in dieser Thematik bleiben, viel mehr sich damit auseinandersetzen. Und zweitens, ich verhalte mich auch noch ganz anders auf einmal. Weil normalerweise bleibe ich nicht auf Spaziergang stehen und gucke meinem Hund 10 Minuten zu. Das machen wir nicht. Das heißt, auch die kriegt mit, dass jetzt wir irgendwie anders drauf sind. Und das kann halt immer noch ein Körnchen Salz mehr im Getriebe sein. Das heißt, was ich hier gemacht hätte, ist festzustellen, aus 2 Gründen. Festzustellen, die riecht irgendwas und es werden wahrscheinlich Wildschweine sein, mache ich die an die Leine. Erstens, wenn die unsicher und unruhig wird und panisch wird und hektisch wird, dann gibt die Leine ihr so ein bisschen eine Möglichkeit, sich ja zu erden, zur Ruhe zu kommen und Verbindung zu mir zu haben. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, damit die mir im Zweifel, wenn da hinten die Wildschweine über die Wiese rennen, nicht hinterherjagt. Weil die kennen keinen Spaß, ehrlich nicht. Die machen da wirklich keine Gefangenen, wenn die da hinterher rennen. Das ist nicht mit zu spaßen. Ja, wenn da jetzt Wildschweine rauskommen würden, würden mich angreifen, kann ich immer noch die Leine fallen lassen. Aber das ist halt, irgendein Tod muss ich sterben. Ich würde die einfach absichern. Und dann einfach ruhig und bestimmt weitergehen. Ja, ein bisschen Souveränitäten ausstrahlen. Das ist halt schwierig. Ne? Die sagt gerade hier, Alter, total gruselig. Noch mal 3-fache Geschwindigkeit, mal gucken, ob noch irgendwas passiert. Aber je länger ich die da schnüffeln lasse, desto intensiver steigert die sich rein und sagt, also irgendwo sind sie hier, die Fiesen. Ne? Mein Chef, mein ehemaliger Chef. Da hatten wir gerade was, oder? Oh, nee, nicht 8-fach. 1,5-fache Geschwindigkeit einfach. So. Ja. Ja, da seht ihr Spuren. Und hier, bei der sieht man es ganz gut. Es ist ein relativ runder Abdruck und es sind 2 Zehen. Wenn es Hirsche oder Rehe wären, wären die eher länglicher. Rehhirschspuren sind ein bisschen länglicher. Ah, das hier könnte schon eher so Reh oder Hirsch sein, weiß ich nicht. Aber das sieht sehr rundlich aus, ist schwer zu erkennen. Aber hier sieht man auf jeden Fall, ne, Tiere. Ja.
mein ehemaliger Chef, der ist Jäger in Hamburg, der hat einen Weimaraner. Der Weimaraner trägt eine Schutzweste. Ja. Wenn der auf die Hörner genommen wird, dass da nicht durchgestochen wird, weil sonst ist es genau. Das ist, aber das haben ganz viele Jagdhunde. Das machen die auch beim Dackel, weil die ohne Scheiß, die, also der Kurt, ich habe das, glaube ich, mal in einem anderen Stream erzählt, Kurt war ein American Bully, ein Riesenkalb, der wird so 45 Kilo wird er wohl gewogen haben, reine Muskelmasse, und der ist mal einfach nur so dödelig, wie er war, in den falschen Busch gelaufen, als da ein Frischling drin war, und das nach 10 Sekunden war Kurt fast tot. Also der hat mit Notoperation und Feuerwehr, die ihn abgeholt hat, gerade so überlebt. Also das war 10, wir reden von 10 Sekunden. So ein Wildschwein macht echt keinen Spaß. Nee. So. Jetzt haben wir noch bei Video 5 sind es 2 Videos. Disclaimer, dazu muss ich was sagen. Könnte ein kontroverses Video sein. Die hat das extra gefilmt. Der Hund kommt nicht mehr von der Leine. Das ist jetzt ein Beispielvideo, um zu zeigen, wie die Situation ist. Und es wird an einer Stelle gesagt, ich hole jetzt die Pfeife. Wenn sie sagt, ich hole jetzt die Pfeife, mach unbedingt den Ton aus. Weil dann kommt die Pfeife und sehr, sehr laut. Ja, okay. Also bitte auch in den Kommentaren, seid nachsichtig. Das ist eine kontroverse Szene. Ja, wir gucken uns das an. Also wir sind alle erwachsen genug. Genau. Und wir geben keine Adressen raus, sodass keiner gesteinigt wird. Also sind aber 2 Videos mit 5. Also das eine ist kontrovers, das mit... Das sind beides die gleichen Hunde. Es ist einmal Baker und Paco. Paco kennen wir aus dem Video mit dem Knochen spazieren gehen und die starren sich dann an. Ja, ich erinnere mich dunkel an den Namen. So, warte, wo muss ich hin? Zack. So, na dann. Ich hoffe, dass sie jetzt, obwohl sie es nicht darf... Wackelt ein bisschen, da ist Paco, oder Linke? Ja, genau. Sie ist auf jeden Fall schon mal interessiert. Was macht sie denn da? Das ist jetzt die andere, Belka. Belka, hier! Belka! Hier! Boah, sorry, das ist der Lache, ne? Die arme Kuh, ey. Oh Mann, das ist aber nicht nett zu der Kuh. Immerhin das. Hat geklappt. Okay, die Jagd hier war richtig weit weg, ne? Okay, jetzt hat sie aber aufgehört. Da hinten steht die Kuh. Sie hat aufgehört, die Kuh zu jagen. Warte mal. Mal gucken, ob ich da noch was sehen kann. Sie hat jetzt aufgehört, weil die Kuh geht jetzt einfach nur normal, hat umgedreht. Baker, hier! Jetzt geht sie auf die andere Kuh. So, ich versuch's jetzt mal mit Pfeife. Pfeife, okay, ich mach leise. Guck mal hier, die wehrt sich schon. Die sagt, hier, Zwerg, komm her, kriegst du auf eine Nuss. Oh, falsch. Falsches Video. Okay, also, gibt es da eine spezifische Frage zu, oder soll ich gleich sagen? Kannst du, um das Problem zu lösen, oder wird sie einfach nie wieder von alleine gehen können? Also macht sie das, ist der oder diejenige da? Mermaid ist da, ja. Mermaid versucht auch gerade per Mobil über Discord zu kommen, sonst Mermaid schreibt einfach in den Chat. Ja, pass auf. Also, 2 Dinge. Das ist jetzt, weil du eben sagtest, kontrovers. Das ist jetzt nicht nett für die Kuh, was da passiert, ne? Aber die Belka wird, wenn ich das jetzt hier so richtig deute, das ist so eine, wahrscheinlich so ein Kokoni oder sowas in der Größe, die wird vielleicht 7 Kilo, 8 Kilo wiegen. Das ist ja jetzt erstmal kein großer Prädator, der die Kuh da töten wird, ne? Also der eine Punkt. Der andere Punkt ist, man sieht das beim Hinterherlaufen, die rennt ja zwar hinterher und jagt die, aber die hat immer einen gehörigen Abstand und die geht auch nie ganz ran. Seht ihr das? Hier ist jetzt das Höchste, was sie gemacht hat, aber es ist immer Abstand. Immer Abstand. Noch ein bisschen treiben, aber es war kein Zwicken und so dabei. Also der Kuh ist erstmal nichts passiert, außer dass die Kuh einen Schrecken gekriegt hat. Ne? Körperlich ist der Kuh nichts passiert, sagen wir es mal so. So. Und natürlich ist das nicht schön, dass das passiert, aber irgendwann ist das ja auch das erste Mal passiert, ja, und dann vielleicht, wo man nicht drauf aufgepasst hat, im Urlaub irgendwo ein zweites Mal, weil da auf einmal Kühe standen oder. Und spätestens, wenn ich der Trainer wäre, hätte ich da jetzt auch mir das gerne irgendwie so unverfälscht wie möglich angeguckt. Ich hätte jetzt da eine lange Leine dran und hätte im Zweifel gesagt, okay, jetzt mal Fuß auf die Leine, und ich wäre vielleicht gezielter in die Situation reingegangen. Ich hätte vielleicht Kühe genommen, die hinter einem Zaun sind, die sich erstmal nicht bewegen oder so, aber letztlich ist das, was wir jetzt hier gesehen haben, zumindest mal sehr aussagekräftig, als dass man damit arbeiten kann. Die frisst die Kühe nicht, die jagt die und ärgert und zankt die. So. Ja,
Warte mal. Mit Leine geht sie nicht mehr drauf. 8 Kilo Straßenmix. Wahrscheinlich aus Griechenland, ha? Die Kleine. Läuft perfekt dran vorbei an der Schleppe. Mit Leine läuft sie perfekt dran vorbei. Also es gibt jetzt hier mehrere Möglichkeiten, wie ich damit umgehen würde. Klingt total gemein, ne? Aber da musst du dran arbeiten. Also klar, wenn es ein größer Hund wäre, auch aus Rücksicht auf die Kühe, aber spätestens aus Rücksicht auf den Hund. Weil wenn die eine Kuh hat ja dann wirklich angefangen zu sagen, hier, Fräulein, wenn du mir blöd kommst, ne, hier, da, wenn du mir blöd kommst, dann kriegst du vor die Nase. Das kann auch richtig in die Hose gehen, ne? So eine Kuh wiegt schon ein paar Kilo, die wiegt nur 8 Kilo. Also wir reden von 400 Kilo gegen 8 Kilo wahrscheinlich oder so, oder 300, 200 Kilo. Das ist, ja, so. Einfach aus Sicherheit des Hundes für den Hund auf. Und da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten, wie man da umgehen kann. Man kann ein vernünftiges Abbruchsignal aufbauen. Das würde ich dann außerhalb dieser Situation aufbauen. Das heißt, nicht in Anführungsstrichen jetzt mit Kühen direkt, sondern erstmal lernt die irgendwie ein gewisses Wort kennen, auf das es wirklich einen Anschluss gibt. Keine Ahnung. Ich vereinfache das jetzt mal und mache das total pauschal. Die steht auf der Wiese und schnüffelt am Gänseblümchen. Ich kipp dir dann einmal Wasser über den Kopf und sage, pull die Kuh. So. Das mache ich 5-mal oder 3-mal, dass die sich wirklich erschreckt und richtig nass wird und das richtig scheiße findet, dass die, wenn ich danach sage, pull die Kuh, quasi schon versucht, irgendwie nach Hause zu laufen. So, das ist jetzt total überspitzt und vereinfacht ausgedrückt. Aber dann habe ich die Kühe halt noch nicht. Und dann gehe ich in so eine Situation und versuche das zu triggern, in Anführungsstrichen, dass sie vor die Wahl gestellt wird, die Kuh zu zanken oder halt auf pull die Kuh es lieber zu lassen. Und das wäre eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit wäre, wenn das nur so ganz spezifische Wiesen sind. Wenn das ganz spezifische Wiesen sind, dann könnte man auch hingehen und sagen, okay, die geht an allen Kuhwiesen vorbei und in der meisten Zeit ist sie auch an der Leine und dann macht sie es eh nicht. Nur da, auf dieser einen Wiese ab und zu mal macht sie das, dann kann man auch hingehen und sagen, dann bringt man ihr das territorial verbunden bei. Das heißt, sobald die da reinrennt, auf diese Wiese, gibt es einen Anschiss. Entweder von drinnen oder von draußen. Vielleicht verstecke ich irgendwen da, der mit den Kühen da steht und der sie mit Wasser abschießt. Vielleicht werfe ich ihr eine Klapperflasche hinter sie, wenn sie da rein will. Wenn es ein größerer Hund wäre, würde ich sagen, frag doch mal den Bauern, ob er die Stromlitze ein bisschen tiefer macht. Da kriege ich einmal einen geflitscht, das ist auch gut. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. In dieser Situation jetzt, wenn es dann heißt, ja, mit der Leine macht es nicht, aber ohne Leine schon. Wenn du jetzt bei mir wärst, würde ich sagen, pass mal auf. Wir sprechen jetzt mal mit dem Bauern und fragen, ob wir mit seiner Kuh mal arbeiten dürfen. Oder aber vielleicht kennen wir irgendwo einen anderen Bauern oder so und die reagiert auf alle Kühe so. Dann würde ich mit der Kuh an der Leine da stehen, mit der Wasserflasche und dann darf die Bäcker gerne mal reinkommen und dann kriegt die, oder mit dem Gartenschlauch und dann kriegt die von der Kuh einfach mal einen Gartenschlauch vor die Nase. Also wird die pitschepatsche nass und dann wird die keinen Bock drauf haben, dann geht die. Also gerade wenn sie es so ein griechischer Kokoni ist, Kokoni-Mix oder so, dann hat die keine Lust auf auch nur das kleinste Tröpfchen Wasser. Mehmet schreibt, sie ist aus Russland. Weiß ich nicht, ob das jetzt relevant ist. Und sie schreibt, Problem, wenn Baker zu dolle bestraft wird, bekommt sie Angst und rennt von mir weg. Ja, aber das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Also, wenn Baker zu dolle bestraft wird, rennt sie vor dir weg. Das fängt schon wieder an, dass das so viele spezifische Punkte sind, dass man das ganz, ganz schlecht pauschal beantworten kann. Aber wenn der Anschiss von jemand anderem kommt, also gehen wir mal davon aus, ich stehe da mit der Kuh an der Leine und der Wasserflasche, ich habe jetzt nur Honig von meinem Tee gerade, so, und dann stehe ich da, Bäcker kommt rein und sagt, Kuh, 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 ich fress dich, Kuh, da mache ich, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die sich erschreckt und erstmal zu dir läuft, sehr, sehr hoch. Ja. Wenn die dann weglaufen würde oder du dir Sorgen machen würdest, dass sie weglaufen würde, würde ich mit einer ganz dünnen Leine, zum Beispiel so eine Postkordel oder so, arbeiten, die man ihr dann gibt, die man ihr dann ans Halsband macht, dass du im Zweifel Fuß drauf machen kannst. Es gibt da ganz, ganz viele Möglichkeiten, aber das ist so speziell und so individuell, weil, ne, jetzt fangen wir schon an und dann kommt noch das und wenn das passiert, dann das. Ja, dann, das kannst du nicht über das Internet lösen, ey. Sorry. Das muss ich mir live angucken. Also sowas müsste ich live mir angucken. Ja. Für die Kuh cool im Übrigen, die sich da umdreht und sagt, komm mal her, du Ratte. Ja. Also das, ne, weil du eben so sagtest, so kontrovers. Also wenn das jetzt ein Schäferhund gewesen wäre oder ein Australian Shepherd, hätte ich gesagt, okay, das muss auch nicht sein. Ne? Aber das kleine Ding da, und da sieht man ja auch,
Wenn die Kontra kriegt hier, ich mache es mal ein bisschen langsamer. Die Kontra kriegt, also ich muss es euch natürlich auch anzeigen. Ne? Wenn die Kontra kriegt, jetzt hier bei der braunen Kuh, Ton lasse ich weg. Hoffentlich spielt das jetzt. Na ja, ja, rappel, rappel. Da, die Kuh dreht sich um. Also sie hat immer so einen Sicherheitsabstand. Ne? Ich habe keine Ahnung, warum sie das macht. Aber seht ihr, achtet mal da drauf. Achtet mal nur auf ihren Schwanz. Achtet mal nur auf ihren Schwanz, auf ihre Rute. Wenn sie in der Position ist, dass sie da rummotzt, ist die Rute oben. Wenn die Kuh sich umdreht, einen Schritt auf sie zumacht, passt mal auf, was passiert. Die Rute geht sofort runter. Die ist eigentlich nicht unbedingt sicher in dem, was sie da tut. Guck mal da, Rute. Oh, jetzt stockt es gerade. Ist immer so blöd mit dem Hin und Her. Mal langsamer. Immer wenn die Kuh sich umdreht, geht die Rute so ein bisschen runter. Da weiter, guck mal. Und jetzt geht die Rute wieder hoch. Jetzt guckt die Kuh wieder weg. So ein bisschen ähnlich wie mit Appa und Wotan eben, ne? Und da, oh nee, Hilfe, nee, doch nicht. Also die rennt ja auch vor denen weg, ne? Also die hat auch keinen Bock, sich mit denen anzulegen. Also Rückruf ist auf jeden Fall, was man hier auch trainieren würde, ne? Also könnte. Also, klingt total blöd, aber was für eine kleine Kanalratte, ey. Mhm. Ja, mit Bauern sprechen, ob es irgendwo einen Bereich gibt, wo die Kühe abgezäunt sind oder ob irgendeiner mal mit der Kuh da stehen kann. Was man auch gut machen kann, man kann auch anders an die Sache rangehen. Ich habe jetzt ja nur an Korrekturen oder Strafen gedacht. Du kannst sie auch nehmen und fährst in den Streichelzoo oder auf den Streichelbauernhof, wo Kühe, Pferde und alle da sitzen und ruhig sind. Und dann gehst du wirklich hin und gehst an die Tiere ran und lässt sie die Tiere geruchlich verstehen und identifizieren. Du kannst dann das Tier streicheln, du streichelst die Kuh und dann streichelst deinem Hund unter der Nase, damit die den Geruch ein bisschen aufnehmen kann und. Es gibt so viele Varianten, da ranzugehen. Ich bin halt sehr pragmatisch. Ich würde die da einfach mit Wasser abschießen. Wahrscheinlich wird die nicht gern nass. Diese Kühe sind wie ein Rum und Foto, lacht bestätigend über kleine Kanalratte. Ja, ja, alle Nutztiere. Also reagiert die auf alle Tiere so, Mermaid? Alle Nutztiere. Pferde und so auch? Was macht die denn, wenn du mit der in den Wildpark fährst? Mach das mal, in Streichelzoo, wo Wildschweine und Rehe und so sind. Wenn die da genauso ist, dann ist das einfach nur bei fremden Tieren generell nur Nutztiere. Okay. Keine Ahnung. Also kann ich mir nicht erklären, warum das so ist, aber ist ja gehupft wie gesprungen. Ich würd die da fünfmal nass machen. Also, du kannst es natürlich auch mal versuchen mit ihr machen. Ich mach's nochmal, ich zeig's nochmal an. Ne? Also versuch sie mal irgendwie so abzusichern, dass sie im Zweifel nicht ganz rankommt. Du kannst auch, weil ich weiß nicht, ob die jetzt auf die Wiese gelaufen ist, weil sie wusste, dass die Kühe da sind oder auf die Wiese gelaufen ist, um die Kühe zu suchen. Weil wenn der zweite Fall eintritt, dann wäre es ein ganz, ganz einfacher Ansatz. Du gehst dahin, wenn die Kühe nicht auf der Wiese sind. Ja, jetzt machen wir das Video auf Play. Ich mach mal so, weil guck mal hier. Da, guck mal. Da sagt die schon, aha, guck mal, wo wir sind. Mein Job. Los geht's. Zack. Und an dem Punkt schieße ich die mit Wasser ab, zum Beispiel. Oder an dem Punkt kriegt die von mir richtig Anschiss. Weil das, was jetzt, ich mache mal den Ton noch dazu an, das, was jetzt hier, du hast jetzt nicht viel gesagt, aber an dem Punkt, wo die da reingeht, wenn du da richtig Terz machst, dann wird die vielleicht auch schon aufhören. Nicht darf, rechts auf die Wiese abbiegt. Sie ist auf jeden Fall schon mal interessiert. Ne? Also man muss viel früher anfangen. Noch bevor die diese Hopser macht. Diese Hopser sind schon die ersten Jagdgeschichten. Ah, gleich geht's los, wo ist die Kuh, zack. Und sie nimmt sich auch ganz bewusst erstmal die Schwarze. Warum auch immer. Vielleicht steht die Schwarze im Arsch und die eben nicht. Vielleicht jagt sie auch immer erst die Schwarze, weil die ängstlicher ist oder jünger oder kleiner. Ne? Das ist schon echt eine kleine Bitch, ey. Die arme Kuh, guck mal hier, die arme Kuh. Was soll das? Mann. Belka hier. Und er hier läuft eigentlich nur ihr hinterher. Mistkröte. Lass das, kommt zurück. Belka! Hier! Und die Kuh ist jetzt auch nicht ultra gestresst, ne? Also, ich bin jetzt kein Kuh-Experte, aber ich glaube, die läuft noch, die könnte noch viel mehr Gas geben. Ich glaube, die Kuh nimmt das, die nervt das und die findet das ätzend, aber so richtig ängstlich ist die nicht. Ich glaube, da würde die auch anders reagieren. Auch die andere Kuh, die sich dann zwischenzeitlich umdreht, ne? Die denkt sich auch, was willst du eigentlich hier, du Ratte? Also, bitte nicht erschrecken. Ne, also die sind, guck mal, die sind noch relativ gelassen. Wedelt noch mit Schwanz, guckt so ein bisschen weg. Könnt ihr mir vorstellen, dass das irgendwie Mutter und Sohn ist oder so. Ne? Dass die schwarze Kuhrüde. Oh Mann, ey, mein Kopf. Der schwarze Kuh sah irgendwie jünger und kleiner aus, keine Ahnung. So, kommen wir zum zweiten Video. Das ist auch Belka. Ah, das sind die beiden auch wieder, ja. Ja. So, und das ist eine Minute lang. Einfach nur bewerten. Einfach nur bewerten. Also einfach nur
Welcher ist jünger als der als der andere? Melanie schreibt im Chat, die ist größenwahnsinnig. Ja, tatsächlich, ey, da ist Terrier mit drin. Ja, dazu brauche ich nichts sagen, das ist ein voll gutes Spiel bisher. Dieses Niesen, was man da immer hört, auch da gibt's ganz viele Theorien darum, was das sein könnte, so von wegen beim Beißen in die Hunde, beim Spiel kitzelt das Fell an der Nase und deshalb müssen die mechanischerweise niesen. Aber es gibt auch Ideen, dass das Niesen irgendwie dazugehört, um das so ein bisschen aufzulockern. Ne? Das machen ganz viele Hunde auch so total ritualisiert. Die fangen an zu spielen und dann niesen die gleich. Und man sieht an ihrer Körpersprache und Mimik und auch bei ihm blitzt immer wieder das Weiße auf. Sie ist total übertrieben, wenn sie die Schnauze aufreißt. Also das ist ein Spiel, das ist ein schönes Spiel. Bisher. Ja. Und der beißt auch nie richtig zu und das ist auch weiß in den Augen. Bei ihr sieht man das Weiße nicht so gut, weil der ganze Hund so hell ist, aber ab und zu sieht man es auch mal da, hat man es gerade gesehen, da wieder. Also es ist ein schönes Spiel bisher. Jetzt hat sie sich mal hochgekämpft. Ja, alles gut. Mermaids, wie alt sind die beiden? Weil Mermaids Internet war gerade weg. Ich würde tippen, dass die Kleine ein bisschen jünger ist. Das ist ein Gefühl. Okay. Also das ist ein schönes Spiel, da gibt es nichts zu sagen. Da brauchen wir auch nicht hingucken. Süß. Guck mal, was die kleine Kanalratte kann auch süß sein. Ja. Oh shit, jetzt habe ich auf den falschen Knopf gedrückt. Ich muss das Programm wieder zumachen. So. Alter, wir sind erst bei Video 5. Werden die anderen auch so lang? Also. Teils sind die 30 Sekunden, teils. Ja. Ja, vielleicht sind die anderen ja auch total einfach. So, du hast einfach so viel zu sagen. Paco 3. Belka ist 5,5. Oh. Ich hätte die jetzt von der Art und Weise, wie sie spielt, als ein bisschen jünger eingeschätzt. Aber. Ja, so kann man sich irren. So, Submissive Grin heißt das nächste Video. Frage ist, was ist das? Warum? Also. Das ist schon wieder so ein Fachbegriff, den ich jetzt erst googeln müsste, ob der auf Deutsch irgendwie anders heißt. Also ich kann es ja wörtlich übersetzen, wenn man sagt, submissive grin, ne? Also unterwürfiges Grinsen. Unterwürfigkeitsgrinsen. Och Gott. Ich habe schon keine Lust mehr auf den Begriff. Ich sehe, von wem der geprägt ist. Also muss man dazu sagen, Doris Urd Feddersen-Pedersen. Jeder, der eine Ausbildung im Hundebereich gemacht hat, hasst diesen Namen. Die Frau ist sicherlich eine extrem gute Fachperson. Aber ihre Bücher sind doch so. Die hat Fachbücher geschrieben, die kannst du nicht lesen. Da geht auf einer Seite ein Satz 18 Zeilen und alles nur Fremdworte. Also das ist eine Behavioristin, glaube ich, ist so das beste Wort, was sie beschreibt. Und Kaninenexpertin, wie auch immer. Also da geht es ganz viel um Verhalten und das Verhalten zu verstehen und einzusortieren und so. Und also, warte mal. Oh Gott. Hilfe. So, das sind die beiden Bücher von Fatty Paddy. Also alle Hundetrainer und so nennen sie Fatty Paddy, weil der Name ist Dr. Dorit Urd Feddersen-Petersen. Feddersen-Petersen. Also schwieriger Name. Das ist das eine Buch. Das ist fachlich unfassbar ein krasses Buch. Also da kann man richtig viel lernen. Ne? Aber die Sätze sind... Also das ist ein Fachbuch. Das ist nicht, um das gemütlich zu lesen. Und das zweite ist halt das hier, Ausdrucksverhalten beim Hund, auch von ihr. Die gelten in den Hundetrainerausbildungen so als die absoluten Grundlagen. Und die Frau Dr. Fatty Paddy ist auch eine der Leitenden und Führenden, was so die Prüfungen und diese ganze Vereinheitlichung und Genehmigung bei Hundetrainern angeht und so. Also das ist eine Fachfrau sondergleichen, halten wir es mal so fest. Aber ich finde, in vielen Dingen ist es dann auch einfach zu viel Gefachsimple. So. Und ich habe jetzt eben nur bei Google schnell gelesen, wird von Feddersen-Petersen als allgemeiner Ausdruck und so weiter und so fort. Gucken wir mal, was hier steht.
Fedder. Das habe ich auch und ich versuche es seit Jahren zu lesen. So, wird von Feddersen-Petersen als allgemeiner Ausdruck der leicht unterwürfigen Begrüßung des vertrauten Menschen oder Artgenossen beschrieben. Johannes Schapacher, ich gehe mal davon aus, jetzt, dass ich keinen Quatsch erzähle, dass der Stream die Tage wieder hochgeladen ist. Ja, wir laden es wieder hoch. Wir machen es aber wieder in zwei Teile, weil es uns einfach zu lang ist. Ne? Mal gucken uns erstmal das Submissive Grin an. Frieda, komm mal her. Ja, fein. Ja. Das ist aber kein Grinsen. Das war ein fetter Gainer. Warte mal. Frieda, komm mal her. Ja, doch, ja, am Anfang fein, so ein bisschen. Ja, ja, Stress-Gain. Frieda ist ein deutscher Pinscher. Ist Frieda blind? Mittelgroßer deutscher Pinscher. Das hier? Blind steht hier nix. Also, guck mal, wo die hinguckt. Mhm. Die guckt. Also, warte, okay, verstehe ich. Es filmt ein anderer, als der mit ihr interagiert. Ja, ja, okay, habe ich verstanden. Ja, ja, okay. Deshalb hat sie woanders hingeguckt. Und jetzt wird mit der Leine geklappert, um zu gucken, ob sie dann auch grinst. Unabhängig davon, ich weiß jetzt nicht, wie alt Frieda ist, aber Frieda könnte ein bisschen abnehmen. Könnte ich auch. Ich sag acht das immer. Acht Jahre. Naja, mit 8 Jahren darf man auch ein bisschen was auf der Hüfte haben. Aber das ist mir fast. Guck mal hier. Die hat schon Beulen nach außen. Also 8 Jahre, so ein deutscher Pinscher ist unkaputtbar. Der kann auch 16 werden, ne? Aber da würde ich vielleicht ein Kilo oder zwei runter. Einfach Gesundheit. Das ist immer, bei den Hunden ist immer einfacher umzusetzen. Vielleicht ist er auch krank und das hat also seinen Grund. Ich sag das einfach immer nur so. Völlig wertungsfrei. Mit dem Grinsen sieht man jetzt immer so ein bisschen, ne? Sie zieht die Nase hoch. Ja, schon ein bisschen ältere Dame, ne? Haben wir da jetzt in den Augen schon gesehen. Frieda, komm mal her. Ja. So, hier, das ist kein Grinsen. Ich mach mal den Anfang auf ultra langsam, dann sieht man das ganz kurz, dieses Grinsen. Frieda. Seht ihr das hier? Nase hochgerümpft, Zähne gezeigt. Komm mal her. Da war es wieder kurz. Ja. Und jetzt kommt da so eine Art Gähnen und Stress und Übersprung. Das kann alles Mögliche sein. Das ist eher so, ich weiß nicht so richtig. Man sieht das auch mit der Leine so ein bisschen, als sie der Leine hier hinterher rennt. Und dann sieht man ab und zu, dass sie da so ein ganz klein wenig grinst und so. Oder so. Wir hatten mal ein Video zum Thema Grooming. Ne? Das kann auch so ein Ansatz von Grooming, ein Grooming-Ansatz sein, weil dann gehen die mit den Schneidezähnen vorne so hin und so knibbeln so. Ja, das könnte das auch sein. Ich weiß nicht, ob es relevant ist, die haben sie noch nicht so lange, seit Juli 22. Ja, cool. Schön. Finden Sie mal gut, wenn man ältere Hunde aufnimmt. Also die müssen auch irgendwie, ne, die haben es auch verdient, ein gutes Leben zu haben. Was weiß ich, was Frieda vorher gemacht hat, aber Frieda scheint ein bisschen speziell zu sein mit ihrer Art, sich körpersprachlich zu zeigen und zu geben. Ich mache mal auf halbe Geschwindigkeit, das reicht, glaube ich, wahrscheinlich. Ne? Hier ist sie jetzt recht deutlich, aber sie grinst immer so ein bisschen. Man sieht hier auch, die hat einen ganz krassen Überbiss. Ne? Guck mal, wie lang die Nase ist hier. Also ist wahrscheinlich ein deutscher Pinscher-Mix. Der deutsche Pinscher hier wird geschrieben, mittelgroßer deutscher Pinscher. Mitteldeutscher, ja. Mittelgroßer deutscher Pinscher. Warte mal. Ich überlege gerade, ob der deutsche Pinscher. Ich hatte zwei im Training vor einigen Jahren. Die sind sehr selten mittlerweile. Der eine musste leider auch eingeschläfert werden. Ich überlege gerade, ob die hatten alle so einen leichten Überbiss, meine ich. Ich gucke gerade nach Bildern. Ja, ist schon sehr. Die hat so eine Mausenase, ne? Aber ja, die haben alle so einen leichten Überbiss. Ich ziehe es mal hier rüber. Ja, wir schauen weiter. Seht ihr das? Die haben alle so eine Mausenase. Also, ja, alles gut. Ich dachte nur, vielleicht wäre das ein Anzeichen für, könnte ein Mischling sein. Ja, und diese Ansätze da, das ist eher so Grooming und mit Knibbeln und tralala. Ne? Und jetzt grinsen und so. Ich glaube, die hat gar keine Ahnung, was sie machen will. Ich glaube, die macht einfach alles, was ihr gerade so einfällt. Das ist so Mischung aus Fiddeln und Knuddeln und Grooming und Grinsen. Und hier ist sie jetzt ganz cool. Da grinst sie jetzt auch nicht. Aber hier sieht man, in den Augen sieht man, das ist schon so ein bisschen in Richtung Rente. Ne? Wir sind schon ein bisschen gemütlicher. Sieht man bei mir dann auch. Cool. Aber gab es jetzt eine spezifische Frage oder geht es jetzt nur einfach, um das Grinsen mal zu zeigen? Also so ein bisschen liest man raus, dass es halt auch so ein bisschen darum geht, ja, sie zeigt ab und zu Spielimpulse, aber weil wir noch unsicher sind, wie wir das aufbauen können, ohne sie zu stressen oder das Vertrauen kaputt zu machen, wissen wir nicht so ganz, wie damit umzugehen ist. Was ist die Meinung dazu? Ja. Also das ist eines meiner ersten Videos.
das ich gemacht habe. Das ist ein paar Jahre her. Das klingt jetzt total blöd, ne? Ich meine, jetzt, Juli hat es gesagt, ne? Juli, August, also ist sie jetzt im Höchstfall 2 Monate da. Und die ist 8 Jahre und man weiß nicht, was da vorher passiert ist. Also wir wissen es nicht, die wissen es vielleicht. Und ob das stimmt, weiß man auch nicht. Ich bin ein absoluter Freund davon, mir da einfach keinen Kopf zu machen. Also ich würde einfach es auf mich zukommen lassen. Also schau die, ich Linkadresse kopieren. Ich glaube, dass das ist. Was brauchen alte Hunde? Habe ich gerade in meinem Chat gelinkt. Die ist jetzt bei euch angekommen. Die ist jetzt 2 Monate da. Das ist in ihrem Leben ein winzig kleiner 40er Abschnitt. Ne? Also bei 8 mal 12 sind wir schon bei knapp 100, also ist sie bei ungefähr 2% ihrer Lebenszeit bei euch. Also lasst einfach drauf ankommen, dass sie sich selbst entwickelt. Weihnachten sieht die Welt anders aus, dann wird die auch wieder spielen vielleicht oder so. Vielleicht läuft sie da mal ein Bällchen hinterher. Die kennt euch ja auch noch gar nicht. Also ich würde mich in solchen Situationen oder bei solchen älteren Hunden würde ich mich nicht gefühlt unter Druck setzen lassen, irgendwie jetzt mit dir zu spielen und sich mit ihr zu beschäftigen. Lass die ankommen. Und das kann bei so einem alten Hund, kann das 5-6 Monate dauern und dann hast du einen ganz anderen Hund als vorher. Und in dem ersten Video und in dem Video, das ich ja gelinkt habe, da ging es darum, da hat mich damals jemand gefragt, der dann später auch bei uns gearbeitet hat, er hat so einen alten Hund, will mit dem was machen. Und da habe ich ihm gesagt, hey, lass doch da einfach deinen Hund in Ruhe. Lass den doch einfach einen coolen Lebensabend haben. Weil der war ein bisschen älter, ne? Der war schon 11, glaube ich, oder so. Die ist jetzt 8, die ist fit eigentlich, also die ist so Mitte im mittleren Alter, aber einfach, ich würde Quartal pro Quartal sehen. Jetzt dieses Quartal erstmal ankommen lassen, dann arbeiten wir einfach mal auf Weihnachten hin, dass sie die Family kennenlernt, dass sie vielleicht 2 Kilo runterkriegt oder so. Und dann wird die auch irgendwann anfangen zu spielen. Und ob das Spiel dann für sie ist, dass es ein Bällchen ist, weil ihr es geworfen habt oder ein paar Leckerchen, die ihr versteckt habt, ist doch völlig egal, ob der Hund hat Spaß. Wir haben bei Milan, wir haben ein halbes Jahr habe ich mir Beine ausgerissen und Spielzeug noch einen Nöcher gekauft, damit er irgendwann spielt. Und dann war die Christine mit ihm bei ihrem Pferd, also sie hatte so eine Reitbeteiligung auf dem Pferdehof und da war so ein Gymnastikball, so ein großer Sitzball. Da ist der Milan völlig drauf abgegangen. Hat innerhalb von 3 Sekunden, also hat 3 Minuten mit dem Ding gespielt, nee, nicht mal, 3 Sekunden mit dem Ding gespielt und dann war er kaputt. Der hat halt einfach mit großen Bällen gern gespielt. Das war das Einzige, was ich nicht ausprobiert habe. Aber irgendwann kommt das. Macht euch nicht verrückt. Also das, dieses, ich würde das jetzt nicht als Grinsen abstempeln, aber das war da vielleicht mit dabei. Einfach die versucht irgendwie alles zu machen, um irgendwie so reinzupassen und das Richtige zu tun. Irgendwann wird sie feststellen, was euch gefällt, und dann wird sie ihren Weg finden. Oder sie bleibt immer so speziell und macht halt alles auf einmal, aber die macht ja nichts Schlimmes. Also, macht euch nicht bekloppt. Weihnachten spielt ihr mit irgendwas. Hast der Zeit. Cool. Ja, zum Pinscher-Rassecheck. Muss ich ganz kurz was zu sagen. Der Pinscher, egal in welcher Größe, ist ja auch nicht der einfachste Hund. Ne? Und ich habe Kunden bei mir in der Hundeschule gehabt, die ich wirklich gern hatte. Und auch den Hund hatte ich gern, aber unfassbar unruhiger Typ. Also ich hatte drei Rüden in einem Zeitraum von 2 Jahren. 3 junge Rüden. Und alles, was ich über den Dobermann gesagt habe im Rassecheck, gilt für den Pinscher auch. Die wissen nicht, wo oben und unten ist. Die können mit ihrer Energie nicht haushalten. Und einer von denen hat, die waren nicht schon ein halbes Jahr, die sind im Welpenkurs gekommen, da waren die ein halbes Jahr bei mir. Und der war eigentlich nett. Der war wirklich nett. Halt nur unruhig. Der konnte, wir mussten viel an Ruhe und Sitz und setzt sich trotzdem hin, auch wenn da ein anderer Hund ist und so. Ganz typische Dinge, die in der Pubertät halt wichtig sind, nur halt eben gesteigert mal 5. Und von heute auf morgen rief mich der Besitzer an und sagt, du, ich habe ihn gerade einschläfern lassen. Ich sage, warum? Ja, und er hat von jetzt auf gleich am Frühstückstisch samstags morgens ist er auf den Tisch gesprungen und meiner Frau ins Gesicht und hat meiner Frau das Gesicht zerfetzt. Einfach so. Der Tagesablauf wie immer. Er hat morgens ein Brötchen gekriegt, der lief rum, hat sich in der Gegend umgeguckt, hat die Frau gesehen, hat gesagt, alles klar, los geht's. Ja. Also ich kenne halt einfach nicht viele gute Pinscher, muss ich sagen. Ich kenne aber leider auch nur 3 und das ist keine Basis von Rassecheck. Dann müsste ich sagen, die sind sehr unruhig und ein Drittel der Hunde sind problematisch. Nee, das ist nicht fair. Also deshalb wird es zum Pinscher erstmal kein Rassecheck geben. Ich bin kein Freund davon, Rassecheck zu machen von einer Rasse, zu der ich wenig sagen kann. Aber die kleineren sind cooler als die größeren. Die größeren sind auch aber dafür super selten, das muss man auch sagen. So. Okay, Nummer 7. Alter, wir sind erst bei der Hälfte, ne? Victor?
Weiße Schäferhündin 1 Jahr 9 Monate. Kira, braune Hoverwart-Hündin 1,5. Julie, schwarz-weiße Mischlingshündin aus Rumänien, schätzungsweise 4 Jahre. Ja. Das war mir jetzt zu viel. Hoppala, falscher Knopf. Alles gut. Gibt es eine spezifische Frage? Dann erstmal auf normale Geschwindigkeit. Wie bewertest du das Verhalten der weißen Schäferhündin? Also das ist das, was ich eben gesehen habe, wo die Qualität nicht so gut ist. Ne? Also man sieht hier vorne schon, dass alles so ein bisschen pixelig ist. Müssen wir gucken, was wir erkennen. Genau. Genau. Wicca, der Name Wicca kommt mir sehr bekannt vor. Die weiße Schäferhündin ist Wicca. Mhm. Dann habe ich mit der, glaube ich, schon mal geschrieben. 1-2 Mal. Kommt mir auf jeden Fall der Name bekannt vor. So. Wicca. Die beiden anderen sind Jungs? Kira? Hoverwart, Hündin. Das ist die braune. Okay. Julie, schwarz-weiße Mischlingshündin. Alles Mädels, okay. Alles Hündin. Ich höre es gerade übrigens ohne Ton. Und die Wicca ist die jüngste? Nee, Wicca ist 1 Jahr 9 Monate, Kira 1,5. Okay, und die schwarz-weiße ist älter. 4, schätzungsweise. Alle? Das sind 4 Videos, ich lasse jetzt einfach mal hintereinander laufen. Oh, das ist das, was ich jetzt, deshalb hatte ich eben gefragt. Ne? Man sieht jetzt hier in dem ersten Video schon, dass die Schwarze hier schon anfängt, so ein bisschen zu zanken. Seht ihr das? Ob das jetzt noch ihre Art zu spielen ist oder ob die jetzt schon so ein bisschen kontrollieren oder einbremsen will. Ne? Hier steht sie. Das kann auch sein, dass sie sagt, lauf los, damit ich hier endlich hinterherlaufen kann und sie jetzt anschubst, um sie zu laufen zu kriegen. Es kann auch sein, dass sie sagt, weh, du läufst jetzt los, dann knallst. Ne? Also das kann man gerade, aber hier wird es halt einfach ein bisschen zu doll, zumindest für Wicca. Wicca hat keine Lust, mit ihr so zu spielen. Und jetzt fängt sie hier auch an, so ein bisschen zu knibbeln und zu knabbeln im Nacken und im Rückenbereich. Wicca hat keine Lust, mit der Schwarz-Weißen zu spielen. So würde ich das erstmal deuten. Mit der anderen hat sie Lust, jetzt mischt sie die Schwarz-Weiße wieder ein. Jetzt wird auch so ein bisschen gepimpert und gerammelt. Das kann auch sein, dass sie da jetzt pimpert und rammelt, um besser mitspielen zu können. Sie würden irgendwie will die Schwarz-Weiße mit Wicca spielen, Wicca will aber irgendwie nicht so richtig mit ihr. Das kann einfach an der Art und Weise des Spiels liegen. Ne, weil das ist schon sehr körperlich ist. Seht ihr das? Jetzt hat er auch noch von der anderen Seite einen Schubser gekriegt. Jetzt hat die Bahn kurz abgelenkt. Oder die LKW ist da. Also ich würde das jetzt erstmal im ersten Moment so deuten, dass es ihr hier zu körperlich ist. Oder dass die andere zu grob spielt, die Schwarz-Weiße. Aber es ist schwierig zu sagen in den kurzen Sequenzen. Jetzt hat sie dann doch versucht, so ein bisschen zu spielen. Aber so richtig gefällt ihr das auch nicht. Wenn ihr auf die Körpersprache von der Weißen guckt, so richtig, richtig geil findet sie es nicht. Wenn wir mal auf das erste Video gucken, wo sie mit der Braunen rennt, ist die Körpersprache ein bisschen anders. Na, guck mal, da geht die Route ab und zu hoch, ist viel gezielter. Die Schwarze stört einfach nur so ein bisschen. Da geht die Route wieder so ein bisschen hoch, da ist so ein bisschen mehr Aktion drin, da traut sie sich auch ein bisschen was, da wird man hin und her gerannt. Das ist nicht ganz so körperlich, ne? Gehen wir wieder auf das dritte Video, irgendwo in der Mitte. Ah, jetzt fängt das schon wieder an. Ne, das war das zweite, Roller. Das war das dritte, da war noch. Also ich würde einfach jetzt aus dem Bauch heraus sagen, die zwei passen spielerisch noch nicht so gut zusammen. Könnte aber auch sein, dass die Schwarze die versucht, ein bisschen Maß zu Maß regeln. Aber je länger ich das jetzt gucke, würde ich eher auf ungünstige Spielkonstellationen tippen. Jetzt sagt die Wicca, geh weg, ich habe keinen Bock mit dir. Hat sie gerade mal so ein bisschen versucht, sich Platz zu schaffen. Also richtig hat das nicht geklappt. So, jetzt ist Pause. Das ist, glaube ich, das längste Video auch, ne? Ich mache das mal einen kleinen Tacken schneller. So, jetzt erstmal gebadet. Abgekühlt. Wahrscheinlich waren wir jetzt auch ein bisschen schon rennen. Das ist also insgesamt funktioniert das aber ganz gut mit denen. Ne? Also wenn die jetzt da, wo die so rumrennen und gemeinsam schnüffeln und so, ne, das ist jetzt ist kein Beef. Ich glaube, dass das eher so ein ungünstiges Spiel von Schwarz-Weiß zu Weiß ist. Ne, weil sonst würde sie jetzt vielleicht auch noch versuchen einzuschränken und so. Jetzt kommt da hinten ein dickes, großes Feld. Das lädt natürlich zum Rennen ein, vor allem wenn davor noch gewälzt wird. Jetzt geht's wieder los. Ja. Ja, bei den beiden ist es einfach nicht ganz so körperlich. Ne? Sieht bescheuert aus in 1,5-facher Geschwindigkeit. Das kann auch einfach sein. Das kann auch einfach sein, dass Wicca lieber gerne jagt, als gejagt zu werden, weil die andere lässt sich halt gerne jagen. Ne? Ja. Jetzt kommt mal so kurz ein bisschen 3, 2, 1, los. Ja.
Also die zwei passen gut zusammen. Die spielen, glaube ich, gerne miteinander. Es wechselt ein bisschen hier und da mal, aber das ist nicht so ganz so körperlich. Seht ihr das? Das können wir jetzt mal, den Teil können wir mal ein bisschen langsamer machen. Das ist so dieses typische, wer läuft weg? Du bist dran, los geht's. 3, 2, 1, bums. So. Und wenn man da jetzt mal so ein bisschen hinguckt, das ist ein bisschen schwierig gegen das Licht und so, aber da ist nie so richtig viel Kontakt bei, ne? Sondern mal so ein bisschen hier Stupsi an der Backe, nochmal ein Stupsi. Aber so, ne, da klettert keiner so richtig auf den anderen drauf. Jetzt wird es mal so ein bisschen raufiger. Aber es ist alles so, da könntest du immer noch ein Blatt Papier dazwischen schieben. Ne? Als die andere hier mitgespielt hat, da war nichts mehr dazwischen. Kann es auch sein, dass das jetzt so langsam nach müde kommt doof oder es wird langsam richtig gut und jetzt dreht vielleicht einer ein bisschen durch. Vielleicht wird es jetzt ein bisschen zu viel. Aber insgesamt ist das ein schönes Spiel. So. Jetzt hat sie kurz gesagt, war das was Interessantes, hängen sie beide zusammen. Das sind, glaube ich, gute Freunde, die zwei. So würde ich das interpretieren. Gab es dazu eine Videofrage oder einfach nur? Welche ist die Frage? Wie bewertest du das Verhalten der Weißen der Braunen gegenüber? Oh, das ist das Einzige, was ich jetzt überhaupt nicht interessant fand. Ja. Vollkommen okay. Kann ich auch was dazu sagen? Ja, warte mal. Klar. Ich muss gucken, ob man dich hört. Ja, leg los. Also ich hatte den Text ja auch gelesen und ich hatte das so verstanden, dass die Besitzerin das Verhalten maßregelnd empfindet, dass die Wicker die Braune dafür korrigiert, dass sie in das Feld läuft, weil das irgendwie ein verbotenes Feld ist und die Hunde dürfen da eigentlich nicht rein. Und sie glaubt, dass ihre Hündin, die braune Hündin, maßregelt dafür, dass sie in das Feld läuft. Aha. Na, gucken wir mal. Hier sind wir jetzt wieder an der Stelle, ne? Jetzt habe ich eben noch gesagt, da kommt ein hohes Feld. Ne, hier ist alles gemäht und dann ist auf einmal was anderes klar, ist das erstmal interessant. So, jetzt wälzt die sich hier und jetzt kommt die Wicker erstmal angeschossen und sagt, haha, was machst du da? Klar, bumm, drüber. So, die ganze Körpersprache ist locker, die Route ist locker. Was hast du dich gewälzt? Hatten wir gerade das Thema, ne, wälzen. Und guck mal, jetzt rennt die einfach los, die rennt hinterher. Ich sehe da nichts Maßregelndes. Ich sehe da eher nur, okay, ich krieg dich, komm und hier und da, tralala. Und ich sehe jetzt auch nicht, dass die Braune, das ist jetzt auf die Entfernung sehr schwierig, aber guck mal, die Route ist, man kann das hier ganz gut sehen, auch wenn das sehr weit weg ist. Die Route steht so ein, zwei Routenglieder stehen und dann hängt die. Das ist eine relativ klare Geschichte für sie, dass das Spiel ist. Und die Route ist nie ganz gerade und aber auch nie ganz unterm Körper, sondern steht immer so ein bisschen ab. Ne? Jetzt ist gerade kurz Pause. Jetzt haben sich kurz, guck mal, da wird gewedelt. Beide haben, sie hat die Route unten, die andere hat die Ohren unten. Sie kann halt die Ohren nicht runterstellen, die Wicker. So, und jetzt geht's weiter. Das ist ganz lockere Körpersprache, die ich da sehe. Also ich habe da nichts Maßregelndes gesehen. Ich glaube, die zwei mögen sich ganz gern. Und auch da, jetzt hier hört es gleich kurz auf, ne? Guck, das ist alles ganz locker hier. Das ist ein bisschen laut mal kurz. Einfach nur, weil die Wicker jetzt vielleicht mal die stärkere ist. Vielleicht auch, weil sie ein bisschen Frust hatte von eben. Keine Ahnung, ist ja egal. Und jetzt gleich kommt die Stelle, wo sie dann sagt, oh, warte mal, da riecht was Gutes. Und dann hören sie auch beide sofort auf. Wenn die Maßregeln würde die da nicht sofort aufhören. Sein das braucht wirklich sehr, sehr gut nach Frikadelle. Guck mal da, hier riecht's gut. Okay, ja, cool. Also ich sehe da nichts Maßregelndes. Wenn die bei uns in der Huta so wären, wenn die in der Huta so spielen würden, dann könntest du sie den ganzen Tag so spielen lassen. Um 16 Uhr holst du sie rein, damit die 2 Stunden schlafen, bevor sie nach Hause kommen. Ich sehe da nichts Schlimmes. Ich fand es eher nur so, dass das mit der Wicker und der Schwarz-Weißen nicht geklappt hat. Aber das kann an vielen Sachen liegen. Das kann sein, dass die Schwarz-Weiße nicht so passt ins Spiel. Das kann sein, dass die Schwarz-Weiße gerne jagen will und Wicker will das nicht. Das kann auch einfach nur sein, dass sie zu alt ist und zu grob. Keine Ahnung. Ja, das ist super schwierig. Da müsste man das häufiger sehen. Aber bei den beiden sah das sehr harmonisch aus jetzt erstmal. Hab da nicht viele Probleme gesehen. Eigentlich habe ich da gar kein Problem gesehen. Da ist einmal kurz ein Wuff gewesen, einmal ein Bell und einmal ein Knurr. Aber das war alles im Spiel. Das war sehr lockere Körpersprache von der Hoverwart-Hündin. Und die ist immer weggerannt. Immer der wegrennt, der zeigt dir an, ob es für den noch okay ist oder nicht. Ich habe da kein Korrigieren gesehen.